Hi Locos, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge von Fitna. Wir werden heute, beziehungsweise für das Video, 24 Stunden Minecraft spielen. Das werde ich über die Tage verteilt machen und wir werden gucken, wie viel man in 24 Stunden erreichen kann. Ich zeige euch mein Set am Anfang von den 24 Stunden und am Ende von den 24 Stunden. Es ist wirklich ein Tag Minecraft spielen. Wir werden die Zeit stoppen und ich hoffe, wir können damit unsere Rüstung komplett upgraden. Bis zum geht nicht mehr. Let's go. Wir werden nicht jetzt 24 Stunden reingehen, Chat, Digga. Manche sind so... Ich sag, das Video kommt ein paar Tagen. Manche denken, wir gehen jetzt rein. Ja, moin. 7 Leute sind auf dem Server. Ah, ich hatte mich hier abgemeldet gehabt, stimmt. Ich hatte mich bei Monta abgemeldet gehabt. Und die Zeit geht los. Unser Set am Anfang der 24 Stunden sieht so aus. Wir haben gerade zwar Goldstiefel an, aber wir haben auch Dia. Also wir haben Full Dia. Es ist nur in unserer Ender-Chest, okay? Ah, Monta hat eine. Zack. Das hier ist unser richtiges Set. Jetzt gerade. Wir müssen noch auf Netherite gehen und so weiter und so fort. Aber ihr werdet alles sehen, was in diesen 24 Stunden passiert. Wir haben jetzt 7 antiker Schrott. Ich brauche unbedingt jemand, der mir das umwandelt. Diesen antiken Schrott. Wo ist denn mein Netherite? Digga, bevor ich getötet werde, tue ich das auch erstmal kurz weg. Oh, was geht ab? Was geht, Bruder? Was geht, Hamid? Ich muss direkt reinscheißen. Einer muss direkt reinscheißen. Ey, Robert. Ich brauche von dir eine Sache. Bitte, bitte, bitte. Diese, oh nein, Creeper. Eine, Vorlage für diese Netheriti-Rüstungen. Ich bin gerade nicht da. Kato, hast du? Ja, ich habe noch eine. Eddos. Aber das ist einfach nur diese komplett schwarze. Ja, werde ich. Wie? Gibt's so vielleicht unterschiedliche, oder wie? Warte mal, hast du schon Full Netherite? Nein. Oder willst du jetzt machen? Achso, er braucht diese Dingsvorlage, dass er machen kann. Ja, die hab ich. Hamid, was geht? Gut, ey, freut mich, dich zu hören wieder. Mit dir zu zocken. Ja. Ey, Bruder, Hamid. Was? Ey, Hamid, komm zu meinem Haus. Einfach, James schreibt die Decke. Digga, deine Witze werden schlechter. Eldos, benimm dich, okay? Okay. Kato, hast du ein Haus? Ja. Wie sieht dein Haus aus? Pink. Ja, ne? 5 Häuser, die pink sind, der sagt. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, welches eins ist. Hast du Sydney House Tutorial gegoogelt? Ich bin zu deinem Haus gegangen, hab mir kurz die Maße von Länge und Breite rausgenommen. Ehrlich? Ja, aber ich hab die nicht komplett kopiert, nur Breite oder Länge. Eins von beiden hab ich schon kopiert. Dann habe ich einfach Büster gebaut und am Ende habe ich gesehen, und so fast gleich. Das hast du wirklich gemacht? Ich hab nicht kopiert, also ich hab nur die Breite und die Länge geguckt, weil ich nicht wusste, welche Breite und Länge so ein Haus hat. Sydney, aber der Rest war Freestyle, frag. Nee, der Rest von Freestyle, sag ich ehrlich. Komm mit, Loco, King Hamid. Zeig dir mein Haus, komm hier. Zeig mir dein Haus, ja, okay. Hier ist Bett. Also, ist kaputt gegangen, der normale, oder? Keine Kraft ist für die Dias, Chat. Ich verpiss mich. Ist kaputt gegangen, so Holzding und so. Boah, du kreist. Warum? Hier oben ist Whirlpool. Er hat einfach nur Teppich da liegen, ja? Dieses Holzding ist kaputt gegangen bei Kato. Hä, welches Holzding? Ach so, du hast so Stabilisatoren drumherum. Oh mein Gott, Digga, Maul. Maul ist crazy. Ist der du? Digga, was ist gerade zum Hund? Boah, hier gerade eine Fernsehecke. Boah, Fernsehecke ohne Fernsehen, baba. Fernseher kommt noch. Der zu Fernseher als erstes und dann die Möbel oder was? Ja, normal, Bruder, ich bin ein Südländer. Wir kaufen ganz Geld in Fernsehen reinstecken. Oh shit. Das ist die Vorlage von Farbe. Brauch ich die auch nur einmal? Nein, du musst die noch jetzt 8-mal craften und dann eine behalten, damit die Vorlage erhalten wird. Oh, wie crafte ich die denn jetzt 8-mal, hä? Weiß ich nicht. Ja, nice, danke. Das steht da irgendwo, aber ich hab dir jetzt die Vorlage gegeben. Ist das ein Buch, was ich lesen muss? Hamid, soll ich dir sagen? Ja, Eldos, du weißt, ne? Nee, Bruder, ja, okay, wenn du dich hilfst, willst. Junge, du hast doch noch nicht mal die Rüstung, Eldos. Ja. Natürlich, ich hab Netherite Hose, Bruder. Das stimmt. Hat er ehrlich Netherite? Ja? Du hast keinen Netherite. Ist halt fake, aber egal, ich hab. Er hat von Panda beigeklaut. Ja, und? Ist schlimm? Temu Netherite. Also Bruder, meine Netherite-Rüstung hat noch so, ich glaube so 2% Leben. Kato, kannst du meine Spitzhacke wieder zum Leben erwecken? Leben erwecken? Ja. Gib mal her. Aber ich habe eigentlich dieses Repairer drauf gemacht. Aber... Ja, du musst Dings. Hol dir Eisen oder so von Eisenfarm und dann geh mit dem Villagern traden und du musst aber dann die Spitzhacke in der Hand halten, weißt du? Ah, ich check. Von wem ist das kaputte Haus da? Ich dachte, es wird nichts gesprengt. 2 Tage. Du Hund. Was? Jetzt Hund und mich fragen aber, ob ich die Placements klären kann und so? Oh mein Gott.
Oh, in Paris, in Paris, shit. In Paris, er sagt so, Abi und so kann ein Placement klären. Boah, hat den Mund gemacht. Du fragst mich jeden Tag, du Hund. Schade. Nein. Sowas. Aber ich alles boah, gut. Sag so, alles schade gut. Sowas. Boah, das war früher so viel geiler irgendwie. Damals GTR. Ding ist, Leute verändern sich, oder mit Erfolg. Hamid so, hat sich verändert seit seinem Porsche, Digga. So. Guck mal, ey, ich hab einen Wasserfall gebaut. Darf ich runterrutschen einmal? Boah, mit Schirmflügeln. Und du ziehst deinen Helm ab. Du ziehst Kelly ab. Okay. Hier, Elevate Kelly ist ab. Kelly. Meine Pen dabei. Meine. Balenciaga! Ich hab auch Pen dabei. Nadariti Schuhe für dich. Aber rutsch erstmal. Alter, spring! Los, Alter! Halt die Nase zu! Ja, toll! Cool gemacht, Eidos. Komm her. Toll, ja. Bist du ganz alleine runtergefahren? Ja, Daddy. Ey, können wir toll B? Gemacht. Daddy, wow, ja, cool. Können wir B? Ja, bei Sydney in seinem B. Oh nein, Rohat, Bruder, bitte, Mann, Bruder! Hör auf mit dieser Kacke! Ich muss mal mein Gesicht kacken oder so, ja, immer wenn ich schlafen gehe. Ich verliere meine Ehre in Minecraft einfach. Ey, Rohat, hast du eine Territi? Achso, ey! Hamid, wenn du Eierst, machen wir jetzt gegeneinander Fight im Kolosseum. Aber beide Full Deer. Nur normal Deer einfach? Ich hab kein Full Deer. Yeah. Das ist das Beste, was ich hab, was ich gerade anhab. Ja, warte, ich geb dir die Diamantenschuhe, komm mal mit. Wolltest du deine Cape schon? Dann hab ich doch Full Deer enchanted. Achso, ja, was hast du denn drauf? Ich hab alles drauf. Schutz 4, Haltbarkeit 3. Dann machen wir Full Iron. Ja, okay, hast du Iron? Ja, es gibt doch eine Farm, mach dir. Und dann fick ich dich, ja? Das ist mein erster Fight dann in 1 Punkt. Das, was es ist. Das ist mein erster Fight. Rohat, wenn ich gewinne, kriege ich eine Territi? Am Arsch. Mann. Wer ist schlimmer, ich oder Eldos? Hamid, sag jetzt. Boah, Eldos, 100%. Was, ey? Wow. Guck, Bruder, der ist direkt reingeschissen. Gewartet. Der Schlimmste ist Musti, der hat so eigene Redewendung erfunden schon. Bei ihm kommen nur Geräusche. Bei ihm kommt so, ne? Ey, ohne okay, Gäppel und so, ne? Nee, nur Schild. Ich hab kein Schild. Schild, Axt, dann mach ich ein Schild, Penner. Ja, ich weiß nicht, wie ein Schild geht, Kelly. Axt, benutzt du Axt oder was? Ist Axt besser als Schwert oder was? Ja, zum Schild kaputt machen. Ach, Bruder, als ob das so lange dauert. Ja, lass einfach ohne Schild machen, nur mit Schwert. Wie Männer. Wo bist du? Ich hol kurz Essen. Ich bin bei mir in der Wohnung. Penthouse. Das ist kein Penthouse, Digga. Natürlich, Bruder, wenn das oben ist und frei steht, ist es ein Penthouse. Ey, ich hab auch gesehen, das ist echt nicht geil so. Hä? Ist okay, Bruder. Das ist wirklich hässlich. Ja, darf man OOC beleidigen auch? Hast mal, habt ihr mal Kato sein Streaming-Setup gesehen, Bruder? Sieht aus wie Knast, Bruder. Er redet über mich. Oder mein Titel ist Streamer aus der JVA. Was willst du von mir? Junge, Rohat. Ja, Rohat, akzeptiert oder nicht? Sieht kacke aus. Rohat, hol Kato, gutes Setup. Hä, warum gehst du jetzt auf Zimmer? Nicht jeder reiche Mann und fährt Porsche, Bruder. Ja, du gehst auf meine Wohnung, Bruder. Abgehoben wegen Porsche? Ja, ich geh auf deine Wohnung in Minecraft, dann beleidigst mein Zimmer. Ja, normal beleidig ich dein Zimmer, Junge. Ich bin verletzt, Digga. Ich hab mir voll Zimmer, viel Liebe Karte reingesteckt. Nee, schwer. Warum schwer? Liegen Sachen. Sachen oder Frauen? Nein, mein Zimmer ist tot. Wir verstehen. Unaufgeräumt, oder? Verstehst du? Rohat, bist du schon im Kolosseum? Ja, komm, lass treffen. Kannst du mein Schild machen, Rohat? Beweg deinen Arsch jetzt hier, Hamid! Ich fick dich jetzt! Was kann ich dafür, dass das 10 Kilometer weg ist? Oha, Kolosseum fast fertig und so. Sieht schon fast aus wie in Rom. Boten sind geisteskrank. Bruder, Hamid, auf deinen Arsch hat 1% getippt. Was? 1% ist verrückt. Diese 1%, guck mal, ganz egal, wie dumm, dass Leute 99%, also 1% Quote ist ja jetzt so gut, würde ich einfach eingehen, so, aus Prinzip einfach. Kanalwetten machen gar keinen Sinn, Digga, Kanalpunkte ist eh Arsch. Doch klar, bei mir gibt's Bitcoins. Ja. Ab 10 Millionen kannst du in die Kingcans. Ja, Bruder, mach ab 10 Milliarden ein Lolli von Kingcans. Wie, 10 Millionen ist gar nicht so schwer. Okay, wo bist du überhaupt? Ey, was hast du denn jetzt? Hast du Enchanted Eisen? So, nein, normal Eisen, wo bist und, du? Und nur Schwert und Axt, ne? Und Essen. Ja, und Schild. Komm mal her, Digga. Ah, ich hab kein Schild. Hier gegenüber. Ein Schild. Danke schon. Jeder geht in seine Ecke. Bist du ready? Ja, bin ready. Hä? Ey, warte. Was ist denn hier los? Oh Mann. Digga. Ach du
Scheiße, bist du kacke. Digga. Bruder. Das war, jetzt, Digga, jetzt du hast gehackt. Ich aber auch die 1%-Quote, Digga. Einer nimmt Bogen mit und verliert auch noch. Digga, ich hab aus Versehen Bogen benutzt. Ja, deswegen hast du noch Pfeile dabei, ne? Kack, Digga. Nee, du hast nichts anderes dabei. Nee, ich hab's mitgenommen, aber ich wollte es nicht benutzen. Außer es wäre knapp geworden. Bruder, du hast mir nicht ein Herzen abgezogen. Ja, aber ich hätte ja noch. Also nicht ich wollte Schild benutzen und hab Bogen gezogen. Warte, lass nochmal. Mach nochmal eine Wette. Leute, ich hab grad extra so gemacht, Leute. Oh mein Gott, Leute. Rotz Arsch wird jetzt so krass versohlt. Wollen wir untereinander wetten? Nein, los geht's. 10 Subs. Nein, Junge, ist ja hässlich, Bruder. Ich hab mit Hex gegen dich verloren, Junge. Chill mal ein bisschen. Welche Höhe ist das Portal von uns? Wisst ihr das? Ah, da. Shit, du crittest auch noch. Oh nein, Digga. Bruder, Hamid, wieder kein Herz, Bruder. Ich hab 10 Leben. Yeah, wer lügt? Ich hab wirklich. Normal. Digga, ich hab's geschafft. Ich kann das nicht mehr. Oh mein Gott, Digga. Stark, Abu. Ich bin der crazyste von allen hier. Ja, crazy. Digga, das 1v1 hier aber ja ganz anders, Digga. Mit Schild kann man nur einmal benutzen und hat dann so Dingzeit und so. Ja, Digga? Digga, ich muss mir Techniken aneignen. Rot, das ist schon gut. Boah. Ey, Rot, ich geh netter jetzt, ja? Eldos, gib mir meine Watto-Sachen zurück jetzt. Oder lass mich doch noch ein bisschen. Och, Bruder Eldos, ja, ich brauch die Sachen, ich will in den Nether gehen, ja? Du bist Ach eh so, nur bei Sydney. Okay, ganzen. Ja, okay, dann geb ich dir. Ja, korrekt. Nein, ich bin nicht. Ich baue meine anderen aus. Achso. Darf? Aber ich will halt gut aussehen, falls Handy vorbei ist. Ja, ich check. Dann ich check. Aber ich brauch für Nether. Okay, darf ich wieder aber ausleihen, weil ich dann bin ich hier. Danach darfst du ausleihen, ja, normal. Ja, das mal an. Digga, warte mal. Wenn ich jetzt nicht Eldos deine Sperrmüllbude kaputt mache, weiß ich auch nicht. Was? Ey. Scheiß aber. Kackbude, Digga. Abo, guck mal, wieso wieder, wieso? Guck mal, es gibt manche Leute, die hören nicht, die müssen führen, verstehst du? Was denn, was? Guck mal, wieso killst du mich jetzt? Guck mal, wieso killst du mich? Weil das erlaubt ist. Okay, kill mich, aber kill meine anderen das nicht. Nein, ich lass deine Sperrmüll. Bruder, selbst ein Obdachlose geht da nicht rein. Er sagt, selbst Musti geht da nicht rein. Egal, Bruder, ich sag lieber gar nichts. Ja, endlich, du hast es gelernt, Eldos. Populusium, what you want. Wenn ich mich traue. Bruder, du bist voll hier. Ich zeig dir, was ich mit dir mache. Abu, komm, 1 gegen 1. Du meinst 1 gegen 1,5. Du in der Half-Man! Du in der Half-Man! Abu, ich fordere dich heraus, Bruder. Kommst du jetzt oder nicht? Mach das nicht. Ja, okay, also hast du Angst. Er sagt Abu hat Angst! Oh nein, wenn Abu Jojo leise wird, ist das Schlimmste. Du hast einen Fehler gemacht. Mhm. Mit Kichern nur. Ich kann nicht mehr mit diesen Drecksviechern. Du hast mich bekommen, weil deine Regi früher war, weißt du? Ich konnte auf einmal nicht mehr regenerieren. Ich war auf dem halben, ne? Bruder, du Hund bist doch unkehrt. Keine Hunde, warum? Okay, sag mir, wann du essen kannst, vielleicht hätte ich Essen erschaffen. Du bist nicht dabei gefahren. Oh mein Gott! Nein, bitte nicht sterben! Alter! Alter. Was? Eldos, Ruhe. Was? Du hast gerettet, ne? Wieder fährst du mal. Bruder, auch wenn ich gerade nachte, jede Story von dir, ist das wirklich im falschen Zug eingestiegen. Ich guck kurz, wie man die craftet, warte. Unten haben wir noch eine Schmiede. Wo? Unten. Ja, komm mit. Warte, ich will mir kurz ein bisschen Level up. Sydney. Okay, warte, ich muss dir einen kurz töten, der die ganze Zeit auf mich schießt. Sydney. Willst du, Mann? Okay, ich komme. Kato, wo bist du jetzt? Was machen wir jetzt? Sydney. Ich klopfe. Okay. So. Jetzt geh zur Schmiede. Was zu essen? Ich komm. Du musst deine Rüstung ausziehen. Digga, Rohr, töt ihn mal ehrlich kurz nicht. Der will die Rüstung fertig machen. Komm her. Ah, ja. Ja? Arme Mann. Hey.
Und jetzt packst du einmal dein Dings, das Template, einmal die Vorlage, dann deine Rüstung und dann ein Neverwriter rein, weißt du? Hab ich gerade extra gebraucht. Und dann ist das rechts fertig. Oh, ja. Geht das? Digga, wie er kämpfen muss für ein Stück Schweinefleisch. Wie, was soll ich machen? Du legst, lass kurz andere Gruppe. Sorry. Lecker, ne? Warte. Oder hast du? Also einmal die Vorlage und dann entweder das Neverwriter. Das ist unser Leibgericht. Was ist das? Unser Leibgericht, das habe ich extra schön Schweinegulasch vorne gemacht. Und wie klone ich die? Ist das Schwein? Du musst die Vorlage nicht mehr klonen, du hast ja genug. Warte. Ja, Schweinegulasch. Ahmed, ich fetz auch eine. Du hast 11 Vorlagen, das reicht, du brauchst nicht klonen. Ich fetz auch ein. Lass zusammen, 3, 2, 1. Wenn ich Netherite mache, kann ich keine Bonis mehr drauf machen, oder? Ich trinke nur Wasser. Kann ich auch trotzdem noch verzaubern? Ja, ich habe bei meinem Schwert auch noch Looting 3 drauf, also nur mit Buchhalten, aber du machst eh nur mit Buchhalten. Ich habe auch bei meinem Schwert noch was draufgepackt, nachdem Netherite drauf war. Mann, Junge, er rohrt fuckt so krass ab, ne? Ach so, der Schaufel. Rohrt wäre so einer, er würde so kichern, wenn er einen umbringen würde mit Bogen. Schwert. Redstone, genau. Deine wöchentliche Miete ist dran. Ich hab doch, ich muss doch keine zahlen. Gib mir, Dings. Halbes Stack Dias. Deine Miete ist fällig, Hamid. Nein, ich muss doch keine zahlen, jetzt? Meintest du. Hamid, was machst du mit dir? Du meinst für mich, ich muss keine zahlen? Zahlst du oder zahlst du nicht? Ich hab keinen halben Stack Dia. Dann farm! Was? Ja, das kenne ich auch so, Hamid. Jetzt musst du machen, was der Herrscher dir sagt. Was hast du? Farm direkt los. Einen kann ich dir geben. Einen kann ich selber machen. Ich kann sogar selber machen. Mach schneller! Okay. Okay. Nee, ich brauch noch ein Abo. Redus, komm her. Was? Ich? Ja. Nein. Antanzeln. Nein, bitte nicht mein Schwarm. Bringst mir Holz! Du gesagt hast. Ja? Holz jetzt! Ja, natürlich ist er besser. Ich brauch nur einen, Dankeschön. Das ist die Peitsche. Okay, okay, ich hole Holz, ich hole Holz. Ich hasse bis hier. Ey, Dos. Ja? Mach das nicht. Oh nein. Geh Holz holen. Das ist doch die Peitsche. Nein, nicht schon wieder der Song. Nein, ich hole kein Holz. Digga, das kommt. Nein! Wie schlecht, Digga! Bruder Hamid, wie scheißt du rein, Bruder? Digga, hier von der Seite. Das war ein schlechter Sound, Digga! Ich hab den Clip verkackt, oder wie? Ja, mit dem Lachen! Ach Mann, Digga, kann ich, darf ich nicht mehr lachen, oder was? Hamid, du lachst ist zu krass. Sato! Mann! Ja. Nein! Nicht die Musik! Sidney! Nein, 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 nein! Zeig mal deine Rüstung. Komm her! Hol mir Wolle! Wolle, oha! Ich hab Wolle. Er hat sogar schon. Okay, ey, Abu. Ja? Vergiss Oleg nicht auf Chestplate, ne? Was brauch ich? Oleg. Nein. Was ist... Gib Wolle! Ich sag lieber Ahmed, nicht, sag es! Digga! Oleg, mein Eier! Boah, das ist ein Unterdrücker auf seinem Server, ja? Hato! Was? Gib Holz! Nein! Ich bin frei! Boah, ich sag, er ist frei! What? Bruder, dieser Song ist aber auch zu krass. Och man, Digga! Also, Bruder, wie dein scheiß Kopf auf sowas kommt, ne? Ich bin frei ist auch crazy. Ja, Bruder, was willst du noch sagen danach? Alles, was du danach sagst, ist... Es ist eskaliert. Alles, was du danach sagst, schiebt mich komplett brand. Alles EP, meine lieben Freunde. Ja, alles EP. Genau. Hamid, ich pack dich jetzt. Nein, 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 das war aus Versehen. Du kommst nicht mehr in die Mitte rein, ohne dass ich dich schlage. Das war aus Versehen, ne? Das war aus Versehen. Oder also das war das dritte Mal aus Versehen. Ja, aus Versehen, aus Versehen. Oh, Eisenfarm ist Quatsch, Chat. Nein, Kato, bitte, Kato. Willst du sterben? Nein, ich will nicht. Oh mein Gott. Nein, nein, Kato. Ey, meine Schuhe sind kaputt. Das sind nur Goldschuhe gewesen. Ja, ja, aber das waren gute. Nein, Kato. Ja, hörst du auf? Ja. Digga, du schießt schon wieder. Ja, ich schieß nur meine Verfolger ab. Bitte, Kato. Okay, okay, okay. Oh nein. Hamid! Oh nein! Oh nein! Ja. Hamid, wo bleiben meine Diamanten? Ja, ja, ich war dabei. Was läufst du hier einfach rum? Ich wurde von deinem Co-Assistenten geschlagen. Er ist nicht mein Co-Assistent. Von dem Obermeister. Hey, was bin ich? Eintreiber. Hol mir mein halben Stack Dias! Ja, okay.
Ja? Ah, ich hab deinen halben Stack, Dias. Ich zeig ihn dir, okay? Gib jetzt! Ich hab das... Nein! Gib! Rohan, bitte! Darf ich Wasser? Darf ich Wasser? Nein, kein Wasser! Okay. Ich hab das da hinten. In einer Truhe. Da. Im Nether. 5 Meter vom Eingang. Versprochen, hol's versprochen. Raus. Versprochen, nein, nein, ich kann nicht. Ich darf da hol's nicht hin, raus. Sagen die Gelehrten. Geh da hin! Okay! Ich trau mich nicht. Geh rein jetzt. Ich trau mich nicht. Okay! Ich geh rein. Ey, bitte, bitte, nein, nein. Okay. Nein. Hol ja, meine ja. Dias! Die sind hier, die sind hier. Hier sind die, Rojo. Komm raus! Nein, nein, ich kann nicht! Hast du eine Falle gebaut? Oh mein Gott. Nein! Rohan, sorry! Sorry, Rohan! Meister! Es tut mir leid, Meister! Meister, es tut mir leid! Komm her jetzt! Nein, nein, Meister, bitte! Meister! Nein, nein, Meister! Bitte! Bitte! Oh nein! Oh nein, ich sterbe! Meister, ich hab kein Leben mehr! Ich sterbe! Gib mir meine Diamanten, hab ich gesagt! Ich hab keine Sachen mehr! Meine Sachen! Meine Teriti! Komm, hol deine Sachen ab und hol danach die Diamanten! Ja, ja, ja! Was? Hol die Diamanten jetzt! Ja, ja, ich hol sie! Passt schon, Bruder, ich bin. Haut rein, Jungs, ich geh pennen! Warte, hier, ich geb dir. Oh, ja, ja, ciao, ciao, Abu Jojo! Wie, du gehst pennen? Ich geh rein, Abu! Darf ich nicht? Nein, du verharmst doch meinen Diamanten, bevor du pennen gehst. Ich will, aber ich muss aber schlafen. Ich muss morgen früh aufstehen. Also ich distanziere mich hardcore. Hey, ich muss morgen früh aufstehen. Meister, bitte. Ich will morgen, ja. Wenn ich hier bin, meine Diamanten auf dem Tisch sehen. Okay. Sonst war's das mit dir. Ich arbeite aus Leipzig. Aus Leipzig arbeite ich für sie. Ja. Ja. Bruder, das hat zu ernste Dingszüge angenommen. Das ist nicht gut, dass Rohan dem Server, dass den Server gehört. Eine Zeit von fast 2 Stunden auf dem Server verbracht, also nicht so viel. Aber das edit sich ja so zusammen, wisst ihr? So, der Countdown ist unten links auch. So, wir gehen rein. Ist überhaupt... Ah, oh, nur einer. Medi. Medi ist am Suchten, oder was? Dann wollen wir mal gucken, was passiert ist, Digga. In meiner Wohnung wurde auf jeden Fall nichts zerbombt, Digga. Nice. Eli hat eine riesen Kaktusfarm gebaut. Hier ist noch meine Cornrow-Farm. Elis Kaktusfarm ist größer als die von Trimax. Außer die Chunks sind nicht geladen. Und was ist das für ein Plateau da oben? Digga, ich bin einmal nicht da. Einen Tag kann ich nicht spielen. Und was ist das? Was soll das für ein Scheiß sein? Montes Haus wurde gesprengt. Montes Haus wurde gesprengt, Leute. Wir sind nur 2 Stunden im Spiel drin und es ist schon so viel passiert, weil ich einfach einen Tag nicht online sein konnte. Digga, es wurde sogar mit Erde zugebaut. Auf respektlos. Ist das heftig. Er muss Streit mit irgendwem gehabt haben. Bei Sydney scheint alles stabil zu sein. Oh, das Haus ist schön. Aber es ist komplett nachgebaut von Sydney. Eldos hat sein Haus fertig gebaut. Musti hat sein Steinhaus auch wieder fertig gebaut. Musti Steinhaus. Schreib extra falsch, Chat. Damit man denkt, er ist komplett auf den Kopf gefallen. Digga, ich will auch eine Kaktusfarm machen, Chat. Ich habe das Gefühl, das lohnt sich unnormal. Hier wohnt Isa. Digga, die hat so einen richtig großen Zaun um ihr Dings gebaut. Warum das denn? Digga, warum hat Isa so Eisengolems? Junge, wie viele... Da sind das ihre Beschützer oder was? Ey, das ist sein Haus, ist komplett weg. Warum ist sein Haus komplett weg? Es passieren seltsame Dinge, Chat. Seltsame Dinge passieren. Edis hat Montes gesprengt und Monte hat seins gesprengt. Ah, Edis und Monte Beef, okay. Digga, guck mal. Guck mal, unser Apartment, unser Loft sah schon eh nicht so super aus. Mit dem Orange. Und jetzt auch noch so ein hässliches Ding vor uns. Was soll der Kack? Das sieht unnormal kacke aus. Wir müssen so ein bisschen den Theme ändern, habe ich das Gefühl, Chat. Okay, wir müssen uns auf eine Sache fokussieren. Erst Netherite-Rüstung, ja, oder, Chat? Oder erst sowas wie Kaktusfarm? Erst Netherite-Rüstung. Nein! Die Eisenfarm! Oder haben wir... Ist das hier eine neue? Shit, Bro! Eine Rieseneisenfarm! Alter, das macht es alles um einiges einfacher. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Oh, lecker, lecker, Schmecker, Doppeldecker, lecker, Schmecker, Doppeldecker.
auf Korrekt-Chat. Einmal kurz das ganze Eisen mitnehmen. Wir sind in der Nachtschicht, Jungs. Wir sind am Ackern. Eisenfarm brauchen wir zum Beispiel nicht, weil wir uns die alle teilen. Eine Kaktusfarm wäre schlau, weil es wirklich viel XP bringt. Und zum Beispiel hier, Elis Kaktusfarm funktioniert jetzt hier die ganze Zeit, während ich hier bin. Und das ist halt schlau, die auch in die Mitte zu bauen. Aber wir haben schon zwei Kaktusfarmen. Das wird echt hässlich aussehen. Juckt es mich, wie hässlich es aber ist? Nein. Okay, ich habe sehr viel Eisen. Damit können wir vieles anfangen. Hier zum Beispiel meine gute Picke. Repair. Dafür muss ich einmal alles ausziehen. Repariere meine Picke, mein Freund. Oha! Fast komplett repariert. Sehr schön. Ja, die Picke ist fast wieder komplett heile. Guck mal, die Picke ist wieder komplett heile. Ist super, wirklich. Wir müssen eigentlich so Level farmen. Um Bücher und sowas drauf zu machen. Auf die Rüstungen. Bro, geh zu Jello. Er meinte, alle dürfen die Farm verwenden. Ehrlich jetzt? Ich frage Eli jetzt bei WhatsApp. Okay, okay, hier soll ich gucken. Hebel runter für XP. Hebel hoch, wenn fertig. Erkennt den Goti an, wenn ihr lootet. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Ich muss ablehnen. Ich muss dieses leckere Angebot ablehnen. So, okay. Wir müssen ins Nether. Oh, die 69 ist drin in Minecraft. Okay, wir müssen auf Wither gehen, Chat. Warte mal, Amboss, ne? Ich brauche Amboss. Dafür muss man noch weiter runter? Oder wo ist der Amboss? Ah! Es gibt noch eine Etage. Digga, hier gibt's so... Och, Digga, Junge, Fabo ist so krass, ne? Wow, hier ist der Amboss. Wo packe ich das rein? Ich glaube, ich bin bei was Falschem, oder? Bei Schmiedetisch, okay. Wo ist denn der Schmiedetisch? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mal, wie ein Schmiedetisch aussieht. Duplizier zuerst. Wie dupliziere ich denn? Wie dupliziere ich dieses Buch? Dias. Ja, nice. Einfach mit Dias draufklicken oder was? Oder als ob keiner weiß, wie man das dupliziert. Aha. Tut weh. Jetzt haben wir 4. Ich brauche 5. So, jetzt haben wir genug. Weil ich muss es ja auch wieder abgeben können. Wir kriegen unsere erste Netheriti. Und das nach 3 Stunden. Unsere erste Netheriti-Ausrüstung. Chestplate zuerst. Du brauchst Barren. Wie kriege ich denn aus den Platten Barren jetzt? 4 Schrott gleich 1 Barren? Ach lol, ich dachte, ich kann jetzt schon viel mehr machen. Ah, da habe ich 2. Ah, ich habe schon mal 2 gemacht. Chestplate rein und 1 Barren. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott, Chat. Wir haben's. Wir haben's. Ich kann danach noch Verzauberung drauf machen, oder Chat? Ja, let's go. Endlich, Bro. Endlich! Die Chests der Chest. Die Montclair-Jacke unter den Diamant-Chests. Genau das gleiche können wir jetzt nochmal mit der Hose machen. Direkt dazu die Armani-Jeans. Oh, yes. Oh, 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 warte mal. Nein, ich hätte Schutz 4 drauf machen müssen. Nein, Schutz 4 geht nicht. Jetzt brauche ich noch eine andere Netherit-Hose. Kannst du noch mit Buch? Ah, oh, okay, 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 okay. Ehrlich, Angst bekommen. Die anderen muss ich jetzt noch zu Barren machen. Mann, Digga, warum habe ich keine Kohle? Ich klaue vom Mert. Ich werde ihn jetzt was wegnehmen, um ihn was bieten zu können. Versteht ihr? Mert hat kein... Ah, doch, Mert hat. Zeig mal, Mert sein Haus. Digga, Mert hat wohl viele Katzen. Junge, mit so Bildern und so. Junge, hier sogar mit Fernseher und so. Tschüss, Chat. Netherite Barren. 3 Stück, Digga. Ich habe volle Rüstung. Ich habe jetzt schon volle Rüstung. Oh, Mert, schreib mir, Digga, bitte. So, Helm. Boah. Oh mein Gott, Chat. Gib mir meine Schuhe. Lass mich voll werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Full Netheriti. Eine Sache wird hier noch geändert, Chat. Ihr wisst es ganz genau. Unsere Picke könnten wir noch in der Territi machen, aber das behalten wir erstmal. Ich muss mir ein neues Haus bauen, Chat. Und ich werde mein Haus, glaube ich, auch all white machen. Es gibt mir zu viel Pink hier. Chat, wir brauchen eine geile Idee, vielleicht aus einem Anime oder so. Da muss ich nochmal runter. Ich will die Gaps nochmal kurz machen. Digga. Alter, Bruder, OP. Atmung 3 muss irgendwo drauf. Helm, glaube ich, oder? Helm Totem brauche ich jetzt, um zu überleben. 37 Level brauche ich dafür. Oh mein Gott, ich brauche ehrlich eine Level-Farm. Du kannst Elis, er hat gesagt, jeder darf. Ja, aber da steht, man muss den Goti anerkennen, Digga. Okay, ich brauche erstmal was zu essen. Dafür gehe ich nach oben zu mir. Ah, ich hatte sogar noch Kohle, Digga. Oha! Okay, ich habe richtig viel Netherrack, Basalt, Netherquarz habe ich auch viel. Wie viele Blöcke haben wir denn damit jetzt? Okay, wir haben 2 Stacks. Und, ja, das ist echt ein bisschen wenig für ein ganzes Haus. Oder wir mischen das mit irgendwas.
Weiß und noch was anderes so, wisst ihr? Anime-Build-Tutorials. Die Ninja-Akademie, Digga, die habe ich mir auf meinen Arm tätowiert. Das wäre crazy eigentlich, Digga. Ich sag, das ist es vielleicht, ja? Bruder, zu viel. Es gibt kein zu viel, Bro. Zu geil. Ito, ito, so mano, ich weiß was, ich gehe ein bisschen weiter weg und baue mein eigenes Dorf! Ich baue mein eigenes Dorf, okay? Eigenes Dorf, alleine! Heute wird durchgemacht, Naruto-Dorf! Ich nehm diesen Plan ehrlich vor. Ich hab das ehrlich vor. Okay, wir gucken kurz auf der Map. Hier müssen wir uns halt immer befinden. Hier ist das Kolosseum. Wo würde es am meisten vom landtechnischen Sinn machen, ein komplett eigenes Dorf zu bauen? Hier ist ein Fußballfeld? Ja, von Willi? Was laberst, Digga? Das guck ich mir jetzt an. Jeder darf sich nehmen, muss 50% Weizen hier drin lassen. Ich meinte damit Weizen und nicht die Körner. Die haben nicht mal vernünftig zugebaut, Digga. Ey, ich nehm Monte auseinander. Es war 100% Monte. Monte, du scheiß Wichser, Digga. Benutzt meine Farben nicht und macht dann die Sachen wieder zurück. Wir haben das Essen gemacht. Als nächstes... Ah, genau. Ich wollte mir das Haus von Eli anschauen. Und ich brauche so einen Dreizack-Chat. Boah, was ist das denn? Da ist es, Chat. Hä, da ist doch ein Haus. Oder nee, es sind einfach nur Blöcke. Doch, das ist ein Haus. Hier kommt Po hin. Okay, und wer wohnt hier? Willi. Willi will einfach nur so ein kleines Haus, glaube ich, wo es sie nicht juckt, dass es kaputt geht. Jetzt bin ich gespannt. Alter, sehr stark gemacht von Willi. Ah, oh, Sicherheit geht vor. Hier noch Spinnnetze, sage ich, Chat. W's Willi, ernst. Stark gemacht. Ich würde gerne den Sprung einfach wagen, aber ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, dass die Sachen dann weg sind. Egal. Ich glaube, ich habe es nicht mal geschafft. Ich bin einfach nur nicht gestorben, wegen Federfall. Boah, Federfall ist geil. So, dann haben wir das gesehen. Ich sage, der einzig logische Ort für ein eigenes Dorf ist hier so. Oder wir gehen hier hinter das Kolosseum. Aber da ist auch schon irgendwer. Ah, ich glaube, da sind Mickey und Medi. Ich sage euch ehrlich, dann entweder ab hier einfach selbst bauen oder hier das hier beanspruchen. Was ist denn da los? Was ist denn hier? Ich gucke mir das mal an. Ich gucke mir mal das Dorf an. Konoha, muss man sagen, Chat, würde auf jeden Fall dahin passen, weil Konoha ist ja das Dorf, das hinter den Blättern versteckt liegt. Weil ich will auch nicht zu weit weg sein. Wisst ihr, wie ich meine? Weit genug, um so mein eigenes Dorf bauen zu können, also dass keiner mehr hinter mir baut. Aber auch nicht zu viel Abstand. Weil erstens, kein Bock immer so weit laufen zu müssen. Und zweitens, was bringt mir das, wenn ich sowas Cooles baue, wenn das am Ende eh keiner sieht? Wisst ihr? Also natürlich, so in erster Linie, ich baue für mich was Cooles. Baue erst die Mauer fürs Dorf. Nee. Ich werde nach und nach die Gebäude bauen. Und ganz am Ende vielleicht eine Mauer. Ich nehme mich der Herausforderung an, Chat. Ey, Chat, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich heute fast den größten Unfall meines Lebens gebaut hätte, ne? Wenn ich drüber nachdenke, ich krieg ehrlich so einen Schauer auf den Rücken. Ich bin so dankbar, Digga, dass ich hier gerade einfach Minecraft zocken kann, ohne dass irgendwas ist. Ich muss es mehr wertschätzen. Ey, also wirklich, es hätte genauso gut sein können, dass ich heute einfach im Krankenhaus liege. Ich glaube, ich guck mal erstmal, was ich für Baumaterialien brauche. White, Pink, Terracotta. Ja, moin. Nice. Jungle Wood Stairs, Slab. Unmöglich. Easy? Was für easy? Wo soll ich das herholen? Wir brauchen eigentlich jemanden, der das ganze Dorf gebaut hat. Hidden Leaf Village, Konohagakure. Boah, Digga. Das wäre ein Projekt, ne? Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel, Chat. Das ist zu viel des Guten. Nein, 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 nein. Wir lassen es, Chat. Wäre natürlich hart, Chat, aber Bruder, guckt euch den Hintergrund an. Zu viel des Guten, Real Talk. Zu viel des Guten. Fabo, zeig mir seine Naruto-Base, Digga. Fabo hat eine gemacht? In diesem Video. Ich würde es ja fast feiern, wenn du da so ein Zombie-Skelett und Creeper-Kopf dran machst oder so, ne? Digga, das ist so krass, ne? Dass Fabo das selbst gebaut hat, Digga. Das ist so krank, Digga. Fabo ist aber echt ein G dafür, dass er das gemacht hat, Chat. Kamis Lookout von Dragon Balls, hey, auch krass. Digga, das könnte ich in der Mitte machen, Chat. Das könnte ich in der Mitte machen. Das könnte ich in der Mitte machen, Chat. Ich mach das jetzt einfach, Chat. Ich mach das jetzt einfach.
Ich mach das jetzt einfach, ne? Raum von Zeit und Geist. Ich baue es nach. Nenn mich Goku. Wir machen das folgendermaßen. Wir machen das so hierhin. Das Ding ist, Eli fuckt unnormal ab mit seinem scheiß Kaktus-Dongs. Ich glaube, ich gehe einfach auf meinen Berg. Dann komme ich auch schnell zu meinen Sachen, Chat. Ich gehe einfach auf meinen eigenen Berg wieder. Scheiß auf die anderen. Keiner braucht das sehen. Ich baue von hier hoch. Und dann baue ich das bald irgendwann ab. Hier einfach drüber. Weil dann kann ich einfach immer runterspringen. Hier drüber. Wisst ihr, wie ich mein, Chat? Das Projekt beginnt, Chat. Ich habe zu wenig Blöcke. Projekt beginnt doch noch nicht. Okay, ich glaube, ich kann hier sogar anfangen, den Block zu bauen. Dann brauchen wir erstmal einen Eisenblock. Die können wir aber von meiner Wohnung, von meinem Appartement erstmal nehmen. Weil das Appartement wird ersetzt. Medi hat das Spiel verlassen und damit bin ich der Last Man Standing, Chat. Last Man Standing auf dem Server. Warum ist das nicht so ein normaler Wasserstrahl einfach? Aber jetzt muss ich wieder warten, Digga. Weil er so wieder so breit geworden ist. Kann ich das jetzt abbauen, Chat? Lass besser. Nee, ich muss es probieren. Ah, hier. Nein! Ach, Mann, scheiß Creeper, Mann. Ich war das nicht, Chat. Ich dachte, man fliegt jetzt automatisch hoch. Du brauchst Seealgen. Ey, oh Mann, egal, Digga. Ey, muss ich das Wasser jetzt neu bauen, Chat? Ich muss das Wasser danach einmal zubauen. Okay. Ah, perfekt. Und wenn ich jetzt hier was abmache, dann geht's auch nicht kaputt. Mann! Du musst zuerst die Algen machen. Ernst? Dann lass ich. So, Inch hat geklappt jetzt. Und jetzt hoffentlich kommt das Wasser nicht raus. Ich fick alles, Digga. Wie sorge ich jetzt dafür, dass das Wasser nicht rauskommt? Soll ich zaubern? Mit Schildern. Er sieht so kacke aus, ne? Hä? Warum ist das jetzt weg? Geht das jetzt komplett hoch oder stoppt das? Ah, lol. Ist bis ganz nach oben gegangen. Ah, wie komme ich jetzt wieder runter? Oh mein Gott, Bro. Sterbe ich nicht, wenn ich hier runterspringe? Ich sterbe nicht. Wenn ich dran glaube, wenn ich fest dran glaube, dann sterbe ich nicht. Federfall for the win! Oh. Okay, Digga. Ich scheiß jetzt einfach erstmal auf den Rest. Aber ich brauche so ein kleines Ding, wo ich reinspringen kann auch. Kann ich einfach immer runterspringen, Chat? Meine Schuhe gehen ja nicht kaputt. Ja. Ja, wie nice. Ich kann einfach runterspringen. So, wir holen jetzt Eisenblöcke, Chat. Ich brauche einfach drüber, Chat, wie ein Jigo. Digga, oder drunter. Digga, ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt abbaue, dass das Wasser so nach rechts und links geht. Was mache ich jetzt, Chat? Ich habe Angst, ich schwöre ihm. Ich habe so viele Wasserkopfschmerzen. Soll ich drüber bauen und dann später ein Wasser da drauf? Ja, komm. Hoch, aber egal. Ich muss an den letzten nochmal jumpen, leider. Wie machen wir das später mit dem Ding? Ich habe gar keinen Bock, dass das Wasser die ganze Zeit eingebaut ist. Ich muss das ja mit irgendwas anderem einbauen oder kann ich das hier wegbauen? Let's go, Chat. Geackert hierfür. Ich brauche mehr Eisenblöcke. Sehr schön. Später Fallen bauen und so wäre auch echt cool, muss ich sagen. Ey, wenn der nächste Step ist, das mit Eisenblöcken auszufüllen, ne, dann hat er mich echt auseinandergenommen. Fertig. Gib mir die nächste. Ey, Mann, verpisst euch. Now we have what is possibly the largest square that we've ever made. Yeah, we want to fill it in with block of iron. So this is obviously going to be quite a tedious and lengthy project. Oh mein Gott, bruh. Oh mein Gott, bruh. Ich wette, wir haben Eisen. Wir brauchen Eisen in der Gemeinschaftstruhe. Kann man Emeralds auch wieder back zu Eisen tauschen? Ja? Man kriegt locker weniger aber, ne? Nee, keiner tauscht. Keiner tauscht andersrum. 39 Stacks Eisenblöcke, nimm was anderes. Das Ding ist, ich bin so sehr schnell abgeturnt. Ich muss jetzt eigentlich Eisenblöcke nehmen, weißt du? Das Problem ist, Bro, das ist nur der Grundbaustein. Und wenn dann irgendwer von den Schwänzen meine Sachen abbaut,
Das wäre schon hart. Okay, wer könnte Eisen haben? Ich klaue einfach. Machen wir jetzt mit Quarz weiter. Das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall noch mehr dahin placen, als wir bisher geplaced haben. Bemerkt man eh nicht. Ich sag doch, man sieht das. Ich sag, man sieht den Unterschied dick zwischen den Blöcken hier. Sollen wir mal gucken, ob man das sieht? Wir placen da mal ein paar Quarzblöcke. Man sieht das schon so krass, Digga. Wie kriegen wir, kommen wir denn an schnell an Eisen-Chat? Ja, ich kann bei Isa nicht klauen, sonst macht sie meins kaputt. Macht keinen Sinn. Mach Eisen-Outlines mit der Stein oder Quarz. Ja, Bro, das Problem ist, man sieht die Outlines dann. Dann hätte ich lieber alles aus Quarz. Und ich habe keinen Bock nochmal alles abzubauen, um ehrlich zu sein. Einer sagt, erst sollen wir erst mit Quarz zubauen und dann immer, wenn wir mehr Eisen haben, halt mehr zubauen mit Eisen. Das heißt, wir placen hier jetzt erstmal Quarz überall hin und ersetzen es dann mit Eisen. Ja, dann mache ich Cobblestone-Chat. Macht viel mehr Sinn. Oh, ich brauche mehr Cobblestone. Oh, shit. Oha, okay, tschüss. Was geht denn da für eine Party? Hä? Nee. Damit hatte ich nichts zu tun. Ich schwöre auf alles, damit hatte ich nichts zu tun. Der ist einfach explodiert. Ich war nicht mal in der Nähe. Irgendein Haus ist gerade kaputt gegangen. Ich weiß nicht von wem. Ich frage jetzt in der Minecraft-Gruppe, ob wer Eisen hat. Ich habe gefragt, hat wer Eisen? Korrekt, wer korrekt? Wer ehrlich korrekt, Chat? Dann will ich noch einen Dreizack und Elytra. Hey, hey, wir haben 37.500 Follower geknackt, Chat. 375.000 meine ich. Trimax hat, Bruder, da was ich bisher gesehen habe von Trimax, wie sauer er wird, wenn man was von ihm nimmt, Digga, gar keinen Bock was von ihm. Wer wohnt hier eigentlich? Ich kacke aus. Unnormal kacke aus. Gib mir richtige Breitenberg-Vibes, ernst. Da wohnt ehrlich Breitenberg? Oh mein Gott. Digga, das muss alles noch Eisen werden, Chat, ne? Eisen wird bei mir immer so. Ich brauche auch eine Kaktusfarm. Oder noch eine eigene Eisengolem-Farm und dann nehme ich einfach von beiden. Aber wie hat er eine Eisengolem-Farm gemacht, frage ich mich, ohne Eisengolem-Spawner. Wie geht das? Nur mit Villagern? Digga. Guckt euch die Map an. Guckt euch die Map an, Digga. Die Map sieht so kacke aus auf einmal. Yeah, oh, The Walking Dead. Einfach. Es ist doch Helllicht am Tag. Wie kann das sein? Die sagen, dein Dach verdeckt alles. Ja, ist doch egal. Ah, wegen den ganzen Spinnen und so. Man muss dann Lichter placen, ne? Boah, ich sag ehrlich, mich juckt das nicht so krass. Deswegen sind da so viele Mobs. Boah, das wird die anderen so krass abfacken, ne? Ich muss Fackeln placen. Das sind die letzten Blöcke, die fehlen, Chat. Fertig. Auch wenn noch nicht alles Eisen ist, Chat. Corner's gone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then we can take out the corner here. 1, 2, 3. Der Wichser hatte mich ja veräppelt. Dasselbe machen wir hier auch. Digga, das gibt mir fast einen Stack Iron, ne? So gut eigentlich. And now that we have done that, ladies and gentlemen, what we have to do is a little bit tedious, but quartz stairs going all the way around the edge of our platform. Now, hey, oh mein Gott, Digga. Einfach Quarztreppen. Er hat mich auseinandergenommen. Drumherum sind einfach Quarztreppen, Digga. Ich hätte die ganze Zeit aus Quarz bauen können. Durch die Rundung habe ich mir auf jeden Fall ein paar Eisenblöcke gespart. Okay. Ich brauche Quarztreppen. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Mach erstmal einen Stack. Erstmal einen Stack, die Stack. Bruder, ich habe die größte Base, Digga. Alter. So respektlose Größe, ne? Meine Base ist einfach fast so groß wie das Kolosseum. Das war meine alte Base. Hat Sidney Quarzblöcke? Niklas hat. Wer ist Niklas? Ich gehe ihn jetzt einfach holen, Bro. Ah, fuck. Digga, es war knapp. Ich habe nichts Gold an. Alles gut, Leute. Kleine Fälle. Road to 4 Stacks, Chat. Ich bin. Wo bin ich? Ach, kein Bock auf den Schwanz hier, Junge. Verpiss dich mal. Komm mit oder bleib hier? Wenn du Eier hast, komm. Übrigens, Chat, wenn man im Nether ganz kleine Wege läuft, sind das in dieser richtigen Welt richtig große Wege. Guck, jetzt bin ich einfach da.
Ein Block im Nether, 8 in der normalen Welt. Oh shit. Wir müssen das auch noch umbauen in Glas. So, direkt weiter ransetzen. Digga, das sieht so riesig aus, ne? Aber es kommen schon die Details rein langsam. So from this center point, I want you to first of all grab yourself the white concrete and I want you to count forwards from the yellow concrete here. I want you to count forwards 7. So that's was ist white concrete? Um Beton herzustellen, brauchst du nicht sehr viel. Wir brauchen eine Werkbank, einmal Farbstoff rein. Ich nehme jetzt blauen Farbstoff, du kannst nehmen welchen du willst. Dann bekommen wir daraus 8 Trockenbeton. Und woher kriege ich Farbstoff jetzt? Er sagt einfach, woher kriege ich jetzt Farbstoff? Wie mache ich eine Ender Chest? 8 Obsidian um die Enderchest, okay, um die Enderperle. Aber man braucht das Enderauge. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das herstellt. Man braucht Blaze Rods Dings, ne? Fuck. Keine Obsidianblöcke. Nein! Nein, Bro! Oh Mann! Nein! Oh. Der Strom ist weg, oh mein Gott. Nein. Hey, Digga, da bist du in den Chat, Jungs. Ich denke an meine Mitmenschen. Alles ausgeleuchtet. Damit hier nicht die ganze Zeit Monster spawnen. Sieht doch schön aus. Nein. Nein, Mann. Nein. Nein, Mann, hey. Meine Eisenblöcke, oh, hey, ich kann nicht mehr. Oha, wie viele Creeper noch, Bruder? Das ist anstrengender, als man denkt, Chat. Also man könnte sich auch ein bisschen einfacher halten, aber ich will, dass es fresh aussieht am Ende. Nicht so wie bei Edis, so. Bis hier bei Edis sind da einfach nur diese Punkte. Bei mir soll das wie so ein Fahrstuhl aussehen, so. Checkt ihr? Johannes holt was vom Wecker, Chat. W's. Sieht gut aus. Zeig mal mit Shader. Ah, das war mit Shader. Ohne sieht ein bisschen kacke aus. Mit Shader lieber. Ich dachte irgendwie, das wäre ein bisschen durchsichtiger, aber ich glaube, das sind dann Texture Packs. Die Base besteht komplett aus Eisen. Und das ist das Schwierige an der ganzen Sache. Aber wir haben den Anfang ganz gut hinbekommen. Ich bin stolz darauf. Und wir werden versuchen, in den nächsten 16 Stunden, die noch übrig sind, diese Festung hier zu Ende zu bekommen und die Rüstung zu maximieren. Mal gucken, ob wir es schaffen. Okay, Chat. Oh, ja. Warte mal. Habe ich irgendwas vergessen, was ich noch machen musste? Chat, ich werde einen Flitzer machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Kann einer den Link raussuchen aus... Bruder, wer muss ein Pimmel hier hin machen, hä? Wer war das? Rohat hat dein Haus gesprengt. Mein altes? Was geht ab, Jungs? Ey, das ist Leute, chill. Wer hat einen Pimmel auf meine Ding gemacht? Hamid, soll ich dich ficken? Geht aber. Wie soll ich dich ficken? Das ist krass. Boah, das ist heftig. Ich bin fast oder das ist das erste Wort, ne? Was bist du? Ich bin fast wegen dir gestorben. Warum? Im Nether? Ja. Klingelster. Oh, ich hatte einen Bot. Ja, Klingelster, Mann, ja. Geil. Schade. Sag meinen Namen. Nein. Sag ihn. Du weißt, wer ich bin. Oder bist du? El Quaco. Quack oder Quacki! Mir wird in meinen Chat geschrieben, Monte sagt, ich zock nicht auf dem Server. Ja, der wird dich rausschmeißen. Digga, ich hab 10 Stunden gespielt gestern. Auf Ernst, von 8 Tagen, wo ich auf dem Server bin, 6 Tage gezockt und einen Tag konnte ich nicht, weil ich in Leipzig war. Und korrekte Aussage. Ja, so sind die Leute, weißt du? Ja. Jungs, ich brauch einmal den Link für mein Haus. Ich brauch den Link. Hat wer noch das Video? Habt ihr schon diese Flügel? Diese Elytra oder wie Elytra. Das heißt? Elytra. Nee. Was machen wir am Dienstag, also nächsten Dienstag? Holen wir uns die zusammen oder wie? Ja, was wir machen zusammen den Tag? Enderdrachen quasi. Ah, wenn man den Enderdrachen besiegt, kriegt man Elytra? Fährst im Kreis, ja. Dann danach kannst du die holen, ja. Ah. Das war's, ich kann Dienstag nicht. Ey, Fabo, ich hab gesehen. Junge, ich hab gesehen, du hast irgendwann mal in irgendein Craft Attack das ganze Naruto-Dorf gebaut. Ne, ich hab's probiert. Das sah aber trotzdem überkrass aus. Ja, dieses Main-Haus sah halt, das Okage-Haus sah geil aus. Aber auch nur, weil ich das 1:1 von YouTube nachgebaut hab. Achso. Den Rest habe ich so ein bisschen. Aber wie lange hast du gebraucht dafür? Boah, weiß ich nicht. Digga, ganzes Dorf alleine gebaut, das ist heftig. Ja, ich hab probiert, so ein bisschen eine Stadt zu bauen und so. Und ich wollte eigentlich auch noch eine Mauer rundum bauen und ich wollte diese Köpfe bauen. Ja, hinten. Das wäre aber einer zu viel gewesen, glaube ich.
Ja, ich habe nur mit dem Kinn vom ersten Hokage angefangen. Digga, ich habe die größte Base. Ich habe die größte Base von allen. Hamid, jetzt aber mal erste Frage. Ich weiß nicht, ja? Ob es Disrespect ist oder nicht, aber so nach diesem Kiefer-Ding da, würdest du sagen, das ist krass. Nee, ich will einfach nur wissen, was mich echt interessiert. Ist das krass anders jetzt? Wie meinst oder du das? Was anders? Ja, nach der OP, oder? Du wurdest ja operiert. Ja. Aber was meinst du, ist anders? Ja, was soll denn anders sein? Ja, ist es, ist ja, fühlt es sich gleich an wie davor alles? Ach so, ja, natürlich, alles gleich. Ach so, okay. Also, naja, ach so, okay, doch, nein, berechtigte Frage. Ja, er kann ja sein. Ja, an der Unterlippe, also ich spüre, dass da noch so Sachen drin sind, Platten. Aber ich kann ganz normal essen und so. Das, aber ich habe noch eine OP, deswegen. Ach so. Nicht, ja, das ist noch nicht fertig. Ah, okay. Mhm. Mine? Und mein Kiefer ist ein bisschen ganz leicht so verschoben, aber ganz leicht. Fabo, kannst du kurz runterkommen zu dir? Zu dieser Villager? Zu den Hamets? Und dann? Zu den was? Mir kurz helfen. Wo runterkommt? Zu Hamed? Zu den Hamets, ja. Was sind denn, die Hamets? Was? Ja, Bruder, die sagen die ganze Zeit. Digga, Eldos, ne, ich bin vor deiner Ananas. Bruder, die ist eh schon kaputt. Oha, wer war das? Trimix. Kostet Minecraft Geld? Tatsächlich nicht. Ist völlig umsonst. In der Welt von Minecraft kostet alles sein. Kostet das nicht Geld? Das kostet Geld. Ich glaube nicht, oder? Hat Minecraft was gekostet? Ja, 20 Euro. Ich dachte, es ist umsonst. 30 Euro. Nein. Ich dachte 30. auch immer. Ach, 30 Euro? Ich dachte, es ist umsonst. Nee, machen wir 50 vielleicht? 25. Jupo zahlte 25. 25. Worauf wettet ihr? Wer mehr Dias findet. Digga, ich bin jetzt kurz Death, weil ich will weiter bauen, Chat. Beton, wie kriege ich Beton her? Leute, hat wer Beton? Sand und Kies brauche ich. Dann brauchst du grauen Farbstoff. Und wie kriege ich den? Wer ist das da? Ist das Monte? Ja, ich habe so Dampf, Monte anzugreifen, ne? Oh! Uhuhu! Von da getroffen, Junge! Wer versucht? Der Arme! Monte! Gar nicht, bitte, Dias und so. Man denkt jetzt, ich fühle was anderes. Was denn? Ich hab leider kein Schild. Ich auch nicht. Übertreib nicht, ich bin gleich tot. Okay. Der wollte dich raushaben auf dich. Ja! Du wolltest mich raushaben, Monte! Nein, ich hab dich nur als Beispiel angeführt. War ein schlechtes Beispiel. Wieso sind wir... Du bist ja selten hier. Das war nein, aber wir sind ich hab gestern 10 Stunden gespielt. Ich bin das weiß ich ja nicht, ich war gestern nicht da. Ja, guck! Ich habe von 8 Tagen, wo ich drauf war, 6 Mal gespielt, Monte. Und ich war einmal in Leipzig und konnte nicht. Ja, Frechheit. Ja, Frechheit von dir. Ich habe doch nur dich als Beispiel genommen. Ich wusste nicht, dass du so oft da warst. Aha. Ja, jetzt auf einmal so ein Rückzieher. Schnauze, Eli, du hast mir zugestimmt, hast nichts gesagt. Ach, war es so oder war es nicht? Ich habe dir auf jeden Fall nicht zugestimmt. Wo sind verfickte Dias? Okay. Muss man mal die Wiederholung angucken. Ich meinte bei Leuten, die nicht oft da sind, da. Ja, das meine ich ja. Allgemein habe ich ja gesprochen. Ich habe ja nicht speziell gesagt, Hamid raus, sondern ich habe ihn als Beispiel angeführt. Ah ja, Digga, mein Chat war so heiß, nachdem du das gesagt hast, ne? Boah, musst du mir den Clip aufmachen. Ja, dann müssen wir uns wohl duellieren. Aha. Was? Im Kolosseum jetzt? Bitte, nee, jetzt nicht. Ich bin Level 61. Ey, Fabo, hast du Beton? Ja, welchen Beton? Grau. Nee, nur weiß leider. Okay, man braucht nur grauen Farbstoff, ne? Eldos, gib Holz. Sag ich mal hier, ja, Chat? Grauen Farbstoff und Sand und Kies. Ganz ehrlich, Okay. Ich habe... Wie viel hatte ich, als ich reingekommen bin, Chat? Nein. Sorry, Babo. Sorry. War ein Witz. Babo, war ein Witz. Nein. Babo. Ah, so ein Witz. Also habe ich... Doch, ja. 100. Eine Diamantspitzhacke machen, also 3. Einfach Frimpong hat Totti bekommen. Oder krank als Leverkusen-Spieler? Frimponger Totti? Ja. Was? Woher kriege ich grauen Farbstoff? Also Blumen? Da kriegst du nur hellgrauen. Achso, ich brauche hellgrauen. Also echt? Jetzt echt? Ja, ich glaube, also es sieht aus wie hellgrau. Warte mal, hast du das bei dir oben schon verbaut? Was du brauchst? Guck mal meinen Stream ganz kurz, wenn du kannst. Ich bin jetzt bei deiner Base. Oder warte, ich hab das noch nicht. Guck das mal mein ist Stream. Weiß, Bro. Nein, Bro, hier guck hier unten ist weiß. Im Inventar ist weiß, das kann nicht weiß sein. Der eine Block hier drauf. Das ist weißer Beton. Und weißen Beton habe ich. Och, ja, okay, nice. Krieg ich? Ja. Korrekt. Bist du hier, Hamid? Ja, hält bei dir hinter dir. Hier. Guck mal, ich habe jetzt
4. Korrekt ist korrekt, Fabio. Ja, scheiß auf. Richtig fetten, Danny, Digga, richtig was geht fetten. Hier ab? Oh. 6 Stück hatte er. Oh, ne. And I want you to extend the quartz inwards and like upwards or backwards, like whichever direction it is. Ey Fabo, ich brauche noch mehr von diesem Beton. Wie kriege ich das von dem weißen? Gravel und Sand. Und mehr nicht? Also Kies und Sand, ne. What we can then do is we can place yellow carpet on top of all of this. So, going all the way around the top of this, I just want you to place a little bit of yellow carpet. Hä, wie kriege ich gelben Teppich, Chat? Du brauchst gelbe Wolle. Ja, woher kriege ich gelbe Wolle? Ich war heute. Leute, ich habe so Merk geschrieben. Schreib Merk, er soll Spaß gucken. Gemacht. Ja, Bruder, hast du gelesen? Ja, du kannst dir gerne Wolle nehmen. Ja! Geil, dankeschön. Du kannst auch schneiden, ne? Von den Schafen. Damit sie nicht töten, meinst du, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, was er macht. Mit Schere, ich weiß. Na klar, Digga, ihr dürft da alle ran. Wo ist denn deine Wolle, Mert? Oder einfach die Schafe, die da sind? Ach, Mert, wieder Dings. Warum tun 100 Subs denn überhaupt will? Du hast doch 50.000 Subs. Na und? Ich hab den Wert zu Geld noch nicht verloren, ihr Wichsgesichter. Wie kann man denn immer so eine Scheiße labern? So darf man nicht denken. Ihr wärt diejenigen, wenn man mit euch essen gehen würde, würdet ihr erwarten, dass man alles auf euren Nacken, dass alles auf meinen Nacken geht. Was? Das sind die Leute. Das sind sie dann. Also nur Eligellos reiche Mann Nacken? Nur die diesen Chat reinschreiben. Code 100 Eli? Und deswegen werdet ihr auch nie richtige Kumpels dann vielleicht kennenlernen, wenn ihr so eine Scheiße schreibt. Wenn ihr erwartet, dass sowas bezahlt, also so immer Essen bezahlt wird oder Klamotten oder sonst was. Stark gesagt. Das macht einen sehr unsympathisch sogar. Schön gesagt. 100 Euro ist viel Geld. Nee, das... der wird uns alle ficken mit seinem TNT. Ja, ich hab da... Ich werd die Welt der Stadt an mich reißen, Digga. Die kompletten Mobs, die gerendert werden, quasi nur Creeper sein können, weil bei dir ist jetzt so... Mert, Geschäftsmann. Mert. Ja. Oder nur angenommen, ne? Nur angenommen. Angenommen, ein Creeper wird genau bei deinen Schafen explodiert. Warum lachst du mit deinem schiefen Kiefer, Digga? Abo! Warum lachst du jetzt? Ich lache nicht, Ich weiß, dass du dabei lachst, Digga. Ich lache nicht, ehrlich nicht. Ja, geht doch Kiefer. Meine Schafe sind mein Leben, Digga. Ich werd da persönlich. Tut mir leid, Digga. Ja, aber angenommen, so das wäre passiert, wärst du sauer? Ja, klar wär ich sauer. Wer ist der beste Minecrafter? Ja. Gibt's so einen richtig berühmten Minecrafter? Sowas wie Dream. Dream. Wer ist Dream? Was macht er? Der hat mal, also so richtig bekannt ist er geworden mit seinen Manhunt. Ja, also das ist so quasi so ein Format gewesen, wo die in so einer Welt starten und drei Leute verfolgen den und der versucht Minecraft durchzuspielen. Und die versuchen halt ihn zu killen und so. Cream. Okay. Ja. Übelst entspannter Dude. Re-Rap. Und ja, der Mann. Baut auch noch mal und kann auch krass bauen und so. Du Der ist einfach nur lustig und ist halt nicht schlecht in Minecraft. Ist nicht auch irgend so ein bekannter Minecraft-YouTuber gestorben? Ja, Technoblade. Auch deswegen war das, so legendär, dass er auf dem Dings war, oder was? Auf dem Reddit-Dings? Ja. Mert hat nur mitbekommen, weil das über Türkei gemacht wurde, oder? Ja. Mert, wie ein Mann alle Schafe zurückgeholt. Wie ein Mann. Da ist dann Arsch geleckt. Oha. Oh ne, nicht der Versace-Teppich, oder? Oh ne. Ich bin mir noch nicht... Würde er niemals. Klicken. Nee. Die Kaktusfarbe habe ich bei Dreams aber nicht gesehen. Nee, Dreams ist wirklich krasser. Die habe ich da nicht gesehen. Was? Once you place the layer of yellow carpet, I want you to place a layer of yellow concrete. Digga, wie kriege ich jetzt gelben Beton, Mann? Ah, ist voll. Wie, was hörst du hier? Du bist hier die ganze Zeit schon mit uns mit Sahne und sowas. Was glaubst du, was Sahne ist? Oh, ja. Yeah. Ja, Isa. Da ist Lusttropfen noch gar nichts. Ich brauche mal die Hilfe von euch allen. Ich weiß nicht, was ich hier reinbauen soll. Während du deine Level rausnimmst aus dem Ofen. Mert, wie geht's deinen Schafen? Keine Ahnung. Wieso? Ich hab die alle wieder eingetrieben. Ja, hab ich. Doch, ernst? Bruder, bei Mert, ich hab ehrlich ein bisschen Angst, ja. Fabo, wie sind wir eigentlich aufeinander gekommen, Digga? Du warst immer in meinem Mod, du warst... Was meinst du denn? Na, wie ist es dazu gekommen, dass wir mal so zusammen abends so einen gemeinsamen Zock machen? Weil ich hier auch auf dem Server bin.
Ja, aber wie ist es dazu gekommen? Du warst ja sonst, was war sonst immer deine Bubble? Minecraft. Basti. Basti-Bubble. Und nicht so... Nicht Basti, ich bin irgendwie überall so ein bisschen... Drin, okay, weißt du? Krass. Michael krass. Jackson, Michael Jackson. Ist nichts Besonderes für ihn, Nelly. Ist nichts Besonderes. Mann, Digga. Ich mein, nee, mit euch ist so das, so das erste Mal. Und wir... Mann, Bruder. Und wie findest du es? Ja, ist cool hier mit euch. Also, wer ist so dein bester Buddy-Kumpel im Internet? Dein ABF? Ich? Warum lass nee, mal? Ich würde sagen, dass ich keinen so richtig hab. Ja, also so privat. Ja, zum Beispiel. Aber jetzt auch nicht, ich bin mit dem jetzt nicht so gut, aber ich kenne den schon lange und so. Kennst du Celtics? Hey, Leon? Als Sidney? Ja. Hey, Leon ist auch voll gut mit mir. Schon mal, ja, doch. Ich habe mal von gehört, auf jeden Fall. Er macht ja doch, ich kenne ihn. Er macht Tech Videos. Er hat auch schon Vita-Welt und so probiert, ne? Ja. Er hat früher auch Minecraft gemacht. Annie, wer ist so deine Kumpelfreundin Lina auf Twitch? Danny, wer ist dein Lieblings-kurdischer Kollege aus Paderborn? Kurdischer Kollege aus Paderborn, dein Lieblings. Was ist der gute Hammer, oder? Oh, ja! Hallo, ja! Hast du dich eigentlich wegen Loco Chicken so benannt? Ja, ne? Digga. So. Digga, das krasseste, was ich bisher gehört habe, ist, einer hat mich gefragt, ob ich mit Luciano verwandt bin, wegen meinem Nachnamen. Wie heißt du denn hier schon wieder in-game? Was ist dein Nachnamen? Ja, nicht Loco, aber der dachte das. We want to fill the top of this in using light gray concrete. So, yeah. Digga, das ist so anstrengend, das zu bekommen. Warte mal, zündet ihr mein Haus an, während ich weg bin? Ich hab TNT. Was soll ich jetzt machen? Ob TNT oder Lava, was ist besser für mich? Amit, was machst du eigentlich hier? Geh ich mal mit zu. Anders TikTok-Clips machen. Ein Pfeil passiert nichts. Du wirst dir keinen. Okay, Danny. Isa, es tut mir leid. Es ist genug. Fettfee. Was dir machen? Nee, okay, Amit, Loco, das ist. Nein, Sonst Spaß. Abi. Das war's, ich bin full iced out. Er hat alles. Was hast du jetzt für Klamotten an? Du gibst mir jetzt deine Sachen. Louis Vuitton XL. Okay, gerettet. Da fehlt was. Warte. Ja. Ja. Stark. Wo bist du? Es geht vor der Eldos. Eldos, versuch mal Dings zu üben. PvP. Schlag mich mit den Dings, ja. Eldos, wo bist du? Ich hab deine Sachen. Meine... Unreleased Prada X Elevate Erholung. Ja. What? Danny, du musst. Boah, es sieht so geil aus. Ich hab keine Hose, ich hab nichts von dir. Wirklich nicht. Nee. Wo? Danny, wo bist du? Was ist das? Danny, wo bist du? Oh! Dana, hast du meine Sachen? Die liegen da. Du bist hier gar nicht der Hausherr, du sagst nein einfach. Und vielleicht ein bisschen Kies wäre auch cool. Gut. Okay. Zu lange. Mit Springen. Servus. Sand und Kies sind so die zwei Sachen. Was macht ihr denn jetzt gerade? Kies. Sand und Kies wäre cool. Was ist das? Diamantstiefel. Kurz ab. Ja, das ist eine Anzahlung, aber auch nur hoffe ich. Ich will nicht mehr kämpfen. Und du musst das üben, Meldos. Weil wenn du mit anderen mit Schwert machst, stirbst du eh direkt, weil du kacke bist. Ja, ich hol Sand. Was denn? Das Hammett? Ist out. Ja? Ja, Diamant. Was geht ab? Kann sein, ja. Breitenbeck, wenn du Gott liebst, dann lässt du mein Haus in Ruhe, okay? Sind wir wieder quitt, Hammett? Wenn du mein Haus in Ruhe lässt, ja. Okay, hör zu. Dann entsperr mich auf Twitch. Ja, Mods entsperrt Breitenberg auf Twitch. Ja. Du wirst reichlich belohnt, wenn du mich glücklich machst. Mehr sag ich nicht. Aber wie denn? Was Oha, soll ich denn er soll ihn glücklich machen, das hört sich falsch an. Das hört sich richtig falsch an, Digga. Ja. Absolut falsch. Fabo, bist du noch da, Fabo? Ich bin da, ja. Wie kriege ich weißen Farbstoff? Das steht irgendwie nicht in der Workbench. Aus Knochen. Breitenberg, hast du Knochen? Knochen? Zieh dir mal was nicht an, Eldos. Hallo, Freunde? Hm. Hallo, und dann gehst du von der Seite. Machst du einfach hier. Schau mal, du gehst. Frage. Einfach hier, machst du es hoch. Kann ich mich AFK stellen, damit meine Farm laufen, oder macht ihr irgendeinen Scheiß? Also ich mach Eldos nix. Wollte ich killen vorhin. Ja. Okay, mach ich Eldos. Danke. Hallo, Eldos? Ja, was geht? Was gibt's denn? Du hast deine Ananas kaputt gemacht. Ja, ihr klaut alle. Ich mach immer, der klaut, sprengen. Ich seh die Clips, sprengen und sprengen, immer. Komm jedes Mal on und muss viermal sprengen.
Aber wieso denn auf mein Haus? Geht doch auf mich, wenn ich da bin. Ja. Du, ja, das ist es ja. Du kommst immer rum, Klaus, du bist dann 10 Tage weg. Nein. Oh. Kommt da, brennt Häuser an, ist nochmal 10 Tage ja, genau. Weg. Er hat recht, ja, Trimax hat recht. Nein, das ist übertrieben. Der ist weg. Kommst, zündest was an und bist 10 Tage weg. Also du kommst dann nachts um 2:30 on für eine halbe Stunde. Stark. Rede mal. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wen wir hier aus dem Projekt ausscheiden lassen, weil die zu inaktiv sind. Boah. Eli hat da ganz schön gegen dich geschossen. Boah. Meinte Eli nicht, er soll lieber FIFA spielen? Richtig, tut er ja auch nicht. Boah. Boah. Hat ja auch seit 3 Monaten FIFA-Pause. Der wird dafür bezahlt. Digga, das ist... Heftig. Alter. Er macht eh bald den Reason, wird gekündigt, Bruder, alles gut. Was? Eldon quittet. Ich quitte hier, Bruder, ich geh Rocket League spielen. Ed Reason zum Scheiß auf dich. Naja, ich stell mich auf jeden Fall AFK, das würde ich gerne öfter machen. Ich hoffe, ich werde nicht getötet, sonst muss ich mich immer ausloggen, das wäre shit. Wo bist du? Ja, bleib AFK. Wo bist du, Freiberg? Keine Frage, bist du AFK wegen der TNT-Farm? Überwiegend wegen der Kaktus-XP-Farm, weil da war jemand Max. Ja. Mal über jemand dran. Komm mal ganz kurz zu mir. Okay. Dann ist die leer und ich hoffe, dass die jetzt über Nacht richtig voll wird. Hast du eine TNT-Farm? Ey, Matt, ich mach heute TNT-Farm fertig, dass du Bescheid weißt. Danny, zeig mal, haben wir schnell das Haus von Abu. Wie? Die läuft und er soll ganz ehrlich sein und sagen, wie er das findet. Okay. Und ehrlich, ich finde, das kann man nicht machen. Muss man ehrlich drüber reden. Hat er nicht mein Haus einfach das geklaut? Hier? Das hier? Nein, das ist nicht Abus Haus. Das ist doch Breitenbergs altes. Das ist, ja genau. Ja, er hat einfach mein Haus geklaut. Ja, aber hier ist doch gar nichts. Das sind einfach hier nur ein bisschen Steine. Nein, hier drinne. Wie hier drinne? Hier ist doch nichts. Hä, seid ihr dumm? Kommt doch mal ins Haus rein. Hier, wir sind im bei Haus. Mir. Du siehst doch meinen Namen. Nein, ah, dann sind wir beim Falschen. Da hat Danny uns das Falsche gezeigt. Ah, das. Guck hier. Also dafür, dass ich der Dorfkenner bin, habe ich mehr Häuser als alle anderen. Nein, hier bei mir drinne. Wofür braucht ihr eigentlich den Sand, Danny? Oh mein Gott, niemals. Niemals! Warte, ich lebe. Oh, aber Totem wieder weg, oder? Ja, scheiße. Hast du es gewusst? Nee, nicht Totem. Nee, ich gehe immer so außenrum. Als ob. Ja, Instinkt. Yeah. Ich habe auch eine Falle in Ding gebaut. Danny ist reingefallen. Gut, alter Fixer. Digga, hör doch auf, du Wichser! Na! Nee, das wieder deine gesamte Hör doch auf, Junge, was jetzt! Was ist das, das ist so krank. Gleich werden wieder Existenzen zerstört hier. Breitenberg, was machst du jetzt? Auf Stream, hier auf dem Server, ohne Stream, wo keiner das. Ich mach eine gottverdammte TNT-Farm, nee, ich mach mir 5000 TNTs, Digga, und beim nächsten Beef jag ich das ganze Dorf in die Luft. Projekt Erdkern! Ja, komm, Danny, machst du nur zusammen. Fitner? Mich anerkennen. Ente. Hamid, du stirbst jetzt. Was meinst du? Ich baue gerade mal ganz entspannt. Ich baue gerade ganz entspannt. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie viel Uhr haben wir auch? Lass es, Fabo, bitte. Letztes Mal. Das war das letzte Mal, Fabo. Tschüss. Fabo, tschüss. Tschüss. Nein. Was macht der? Kämpft hier nicht bei den Villagern, bitte nicht! Ey, wir müssen wirklich, also unten bei diesen Villagern und bei diesen Dorfbewohnern, da darf man nicht kämpfen. Das ist eine Regel. Wie ist also, Regeln hier? Machst du was, wenn einer die Regeln verletzt oder ist das wieder so Bluff wie letztens? Was für Bluff von letztens? Ich habe noch nie irgendwas gesagt. Wir müssen mal ein Gericht bauen, damit wir sowas überhaupt mal machen können. Komm wieder, ich bin bei alter Stärke, ich habe alles wieder hergestellt, Jungs. Ich glaube, dass du da gar also es geht auch, wenn du da nichts reinbaust. Wie viel Leben hast du noch? Hey, Fabo, hast du noch einen zweiten Dreizack? Wolle da? Nee, Breitenberg hatte ganz viele. Breitenberg hast du noch einen Dreizack? Verkauf ich. Für? Ja, da muss mir einer jetzt was bieten, Digga. Digga, ich will einfach nur einen Dreizack, Digga, sag einfach. Ey, ich will einfach nur einen Dreizack, als wäre das was Kleines. Ja, dann sag dein, was du haben willst, hä? Wie viele Subs gibst du mir, Bruder, jetzt? Das ist wirklich nicht. Junge, ich zahle nicht in Subs, Digga, ich bin nicht Monte. Okay, komm, Breitenberg, lass machen. Du hast goldene Karotte genommen. Nee, danke. Handelbedarf, pass auf, Hamid. Klaus, pass auf. Als er von mir einen Dreizack haben wollte, hat er voll rumgeheult, dass ich gesagt habe, für Subs. Also kannst du jetzt das als Argument nicht geben. Ich habe nicht rumgeheult für Subs, sondern weil dein Preis so teuer war. Scheißegal. Weißt du was, sie wollte 100 Subs. Ja, sie wollte 100 Subs verdienen. Weil du kamst zu mir, nicht ich. Warte mal, ist so ein Ding, okay, Angebot und Nachfrage. Okay, sehr gut. Haben wir jetzt gesagt 100 Subs verdient, dann kriegst du 3 Zack für 100 Subs. Weil ich sage, ein 3 Zack ist 25 Subs wert. Digga, ich würde dir nicht mal ein Zap, ich gönn dir gar nichts. Gönn nicht, Bruder, dann gönn ich dir meinen 3 Zack nicht, Bruder. Ja, Bruder, kannst dich draufsetzen, ja, komm, ich Allah, ich komme. Jetzt muss ich dir meinen 3 Zack geben. Bei der Kaktusfarm. Ich hol mir einen 3 Zack. Das ist auch schnell gefarmt.
Aber Isa ist schon echt geizig, muss man wirklich sagen, ja? 150 jetzt, würde ich sagen, Isa. Oder was sagt ihr, Chat? 100 Subs für einen Dreizack von Isa? Das war schon hart, oder? Ja, weißt du warum? Weil ich dir keinen Dreizack verkaufen wollte, weil ich den behalten wollte. Da, oh, das ist hart, das ist richtig. Deswegen auf 100 Subs. Also ich gönne, ich hätte sogar fast gemacht, aber ich gönne jeden, der einen Dreizack braucht, Dreizack nur nicht für 100 Subs. 10 reicht. Du als Respekt. Ehrenmann Breitenberg. Breitenberg, so Respekt. Ehrenmann, wo bist du, Breitenberg? Ich geh in Trimax killen. Was? Oh, was? Eldos! Nein, auf, Eldos! Er geht ehrlich! Eldos, hör auf! Er geht ehrlich! Eldos! Eldos, lass das! Lass dir nichts sagen, Eldos! Eldos, er hat deine Ananas kaputt gemacht. Ja, er hat deine Ananas ehrlich kaputt gemacht, das ist krass. Er hat dein ganzes Leben genommen, oder? Jeder lacht über dich. Er hat dich zum Hund gemacht. Er meinte auch, du kannst kein FIFA spielen, vergiss nicht. Walla, ja. Oh, er hat dich zum Dog. Er hat dich zum Dog gemacht. Zum Dog. Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was hat der Wirt hier gebaut, Trimax? Er hat mein Haus angekackt, weil ich Wolle von ihm genommen habe. Angekackt sogar? Das ist krass. Mal gucken, was Eldos... Meine Ananas, die ich fünfmal wieder aufgebaut habe. Eldos, ich will damit nichts zu tun haben. Lass mich erst runter. Boah, was macht Eldos da? Eldos! Was macht er da? Eldos, lass mich erst runter, Eldos! Was macht er? Was macht er? Eldos, was tust du? Nee. Bruder, ich bin bei ihm jetzt. Er ist direkt neben ihm, Eldos. Eldos, lass ihn, Eldos. Wo ist das, wo ist das? Da in der Mitte, dieses Glasding. Oder wenn er das macht, er weiß gar nicht, was er heraufbeschwört. Eldos, du darfst es wirklich nicht machen. Du weißt nicht, was passiert. Eldos, er meinte, du bist schlecht in FIFA. Ja, ne? Eldos, er will dich sogar vom Server weghaben. Boah, das ist hart, das Digga. Also vom Server weghaben ist richtig hart, ne? Egal, was du jetzt machst, es ist vielleicht das letzte Mal, dass du was machst. Vom Server weghaben ist OC, sag ich. Warum ist der AFK auf dem Server? Das ist so richtig dumm. Okay. Er ist drinne. Bruder, ich will's nicht tun, aber ich muss es tun. Eli, kennst du die Stelle aus Harry Potter, wo Draco ihn umbringen muss, aber dann macht es Snape? Ja. Das ist dein Moment, Eli. Die Stimmen werden überall lauter. Ey, mach Wasser, damit wir nicht sterben. Ich gehe nicht auf seine Farm, aber ich muss ihn packen. Okay. Ich muss Trimax packen. Okay. Guck mal, er ist auf meine Ananas gegangen. Ich gehe aber nicht auf seine Farm. Eldos, warte kurz. Eldos, warte kurz. Eldos ist gerade das erste Mal richtig männlich, ne? Ihm wachsen gerade Barthaare. So habe ich Eldos noch nie gesehen. Er hat schon. Du merkst auch an seinen Aktionen. Er hat richtig viele. Eldos, lass ihn. Das ist echt scheiße. Lass ihn, Eldos. Aber ich konnte mich auch nicht wehren bei meiner Ananas. Ja, eben. Ich war nicht da. Der Mert konnte sich auch nicht wehren. Eldos, du hättest heute dann einmal Merts Haus gekillt und Trimax gekillt. Ist er dann MVP? Oh nein! Mein Gott! Nein! Nein! Bastarde. Weil ich besser bin. Oh nein! Wer war das? Hamed war das gerade, ne? Was denn? Du hast mich runtergeschubst, ne? Zane? Hamed hat. Ja, er hat auch mich runtergeschubst. Ich bin auf Zane und Breitenberg gegangen. Riese ist gestorben, ja. Wer war das? Hamed. Nein, ich war das nicht, da stand da nur. Irgendwer anders hat Isa. Warte mal, hat Hamed Isa gekillt? Nein. Oh mein Gott, Digga, wenn sie dich nicht fertig macht, dann weiß ich auch nicht. Junge. Was war sie für ein Level? 41. Was? Oh, okay. Isa hat eine Krawatte, okay. Aber eigentlich ganz ehrlich, Isa hat niemandem was getan, das echt Assi auf dich zu gehen. Aber ultra. Was mit Fickbogen? Respektier den Fickbogen, Bastard. Ich kam von hinten und hab abgesaftet. Fabo, verteidigst du Trimax bei oben jetzt oder was? Ich mach hier gar nichts. Wer fickt denn da mit dem Bogen rum die ganze Zeit? Das ist Fabo. Digga, der Bogen Eldos, ist das geilste Angriffs-Item. Hey, Eli. Ey, was willst du von mir? Ich hab doch nichts gemacht. Achso, du hast auf mich gezielt. Ich dachte, du gleich ja. Ja, einfach um die Situation. Okay. Jetzt kriegst du aber einen. Ey, ich glaube, wir sollen von seinem Grundstück weg, sonst rastet man es aus. Meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Warum bist du ein Loch, Alter? Das ist die Falle von Max. Oh, Isa kennt Hamed. Oh, sehr wichtig. Okay, interessanter Fight. Das ist geil. Interessanter Fight? Hamed macht's nicht schlecht. Isa gegen Hamed? Hamed macht's nicht schlecht. Nee, Isa läuft weg. Hamed, Isa läuft weg. Nein, wo bist du? Ich komm wieder von Süden. Er hat gepuppelt. Ein ganzes Stück laufen. Isa, lauf. Au, ich hab's für dich. Hamed, gib was zu essen, du hast mein Essen geklaut. Ich hab nicht dein Essen geklaut. Ach, Digga. Ja, eben, hast du das.
Nein. Eldos, lass ihn, Eldos, lass ihn, Eldos, lass ihn, Eldos! Okay, 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 krass. Okay, krass. Ja, Hamid, hast du goldenen Apfel genommen? Gemacht einfach. Ich hab 2, 3 genommen. Wie, oha, wie OP, Digga. Ja, ja, die sind unnormal gut. Wo hast du die her? Ja, selbst gemacht einfach. Ne, what? Wie macht man die? Pack mich nicht ab, Junge, du bist mir so geistkrank auf die Nerven, nicht mal meinen Namen kannst du richtig aussprechen. Du hast also das mit dem Namen echt Respekt. Ich hab dich nicht mal runtergedingst. Ja, natürlich, du hast dein Name da nicht stehen. Ja, nein, das ist manchmal ein Bug, ernst sogar. Ich hab nur Breitenberg und Dings da reingedingst. Digga, wir standen alle zusammen, du hast einfach in die Menge geschlagen. Nein, Junge, so gut bin ich schon, dass ich wen gezielt runterdingsen kann. Babo, wenn wir da in der Menge zusammenstehen und er einfach reinschlägt, trifft er nicht alle? Junge, du standest an der Seite und Zane habe ich auch einzeln getroffen gehabt. Echt bodenlos von dir. Kracht ein bisschen, Eli. Digga, ich bin schwer an. Aber hast du mein Zeug? Ja. Ich bin mir klar. Hey! Komm, hey, Daddy, jetzt muss der Fight sein. An dem, was geht's denn? Wenn du weiter fahrst, Eli, dumm, Digga. Lass es geschehen, das ist das Gesetz der Natur. Das ist das Gesetz der Natur. Halt dein Maul, du hast auf jeden Fall das Gesetz, Digga, der dumm. Ein Gesetz der Natur, Bastard. Lass das! Lass es geschehen. Eli, die fahren sich Hey! Safe, bleib locker. Ey, Danny beschützt Isa, kann das sein? Oh, Big Kills von Isa. Oder hallo? Fabo, wieso tust du das? Lass Max in Frieden. Ey, Isa, ich war das ehrlich nicht, ne? Lass dich nicht vom Breitenberg aufpushen. Was? Oder warum ich? Wir haben einen gemeinsamen Gegner eigentlich. Keine Wahl. Nee, ich spreng dein Haus sonst. Du bist so ein Lappen, haben wir jetzt so ein Lappen. Warum das denn? Weil Isa dich fertig macht. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Hey, ich bin noch hier. Ey, Eldos ist der Erste, der gegen einen AFK-Spieler verloren hat. Geil, Digga. Bruder, ich schau ihm zu. Trimax ist AFK, Bruder. Ihr seid nicht mal, ihr seid da. Komplett alles leer. Guck mal. Er hittet ihn die ganze Zeit. Er kriegt ihn nicht umgelegt. Danach, er denkt, er ist schlau. Er macht unten. Nein, Chat hat gesagt, soll machen. Er checkt aber nicht. Er kriegt doch gar keinen Fallschaden mit seiner Rüstung. Schaffst ihn nicht, Mann. Nein, Mert, du hast es nicht richtig gesehen. Ich hab direkt unter Max ein Loch gebaut, wo er runterfällt und hab Wasser platziert, hab ihn weggebaut. Ich hab dir alles gegeben, Danny. Boah, krass. Also hast du Travis gesaved? Eldos! Ja, okay, Fabo, dein Haus wird auch drauf gehen. Das war's. Bruder, er hat gegen einen AFK-Spieler verloren, ihr versteht das nicht. Das ist schon hart, ne? Was soll ich denn da machen, Mert? Am PC, Bruder. Ja, Eldos, okay, ich muss das machen. Dieser Mann hat 20 Subscribe bei mir gegeben, weil ich einen Eisenfarm gebaut hab. Ich weiß, dass ich kein Maus ist, Channel. Doch, das ist absichtlich. Wir gehen jetzt gemeinsam zurück, damit ich... Wenn sie einen P-Gap habt, Digga, dann zeig ich nicht, wo ich bin. Wäre euch dumm. Leute, ich würde jetzt offline gehen. Ins Bett und so. Als ob jetzt! Hat Isa jetzt auch ihre Ausrüstung verloren oder nur XP? Damit hast du meinen Helm. Nee, ich hab alles. Du hast doch ohne Helm gekämpft gerade eben. Nee, ich schwör auf alles, ich hab nichts. No. Ohne Helm. Warum ist die Ananas so kaputt, Eldos? Trimax war das. Was war zwischen dir und Trimax, Eldos? Ich hab ein bisschen Wolle von ihm genommen. Dann war ich heute nicht da. Also ich war AFK sozusagen, ich war nicht da. Und er hat meine Ananas so seitlich gesprengt. Schon hart, oder? Ist das. Breitenberg, du kennst dich ein bisschen aus, ne? Ja. Ist das gerechtfertigt für Wolle? Ja. Hey! Oder auf diesem Server gibt's keine Rechtfertigung, hier gibt's kein Fair, hier gibt's kein Korrekt, hier gibt's kein Ehrlich. Aber die mit den größten Ego-Problemen geben nicht nach und diejenigen, die am meisten Bock auf Fitness haben, die greifen an. Ja, so wie es sich gehört. Oha, er sagt sogar so, wie es sich gehört. Das ja, ist hart. Das ist ehrlich hart. Hast du nicht mein Briefing gelesen? Da stand drin, Fitness machen. Nee, Geist, Bruder, dass du ein Briefing überhaupt schreibst, das ist geisteskrank. Isa, aber ja? Recht dich an Hamid jetzt. Wie ist das mit OP-Gap? Ich hab schon Chat gelesen. Hamid! Nee, ich hab von Anfang an... Hilf mir mal, Trimax zu finden hier. Ja, ist er nicht... Ist er weggegangen, oder? Nein, Bruder, Fabo hat ihn versteckt, aber ich weiß nicht wo. Hat ihn versteckt? Ja. Okay, warte, ich komme. Wisst ihr, was geisteskrank ist, dass Mert die ganze Zeit Eldos zuguckt, Digga, und ihn als Content ausnutzt. Ja, was ist das für eine riesen Plattform in der Mitte der Map? Woher kommt das? Lass Breitenberg, ja, bitte. Ich schwöre, ich bin da voll lange drauf, ja. Mann, Bruder, das Ding ist, ich bin jetzt gefickt, weil eh alle wollen, dass ich ihn kille. Ich will ihn eigentlich nicht killen, aber alle wollen, dass ich ihn kille. Ich greife gar keine Häuser mehr an, Digga. Ich will aber auch nicht, dass meins angegriffen wird, ernst. Du suchst ihn, ne? Aber ich habe nichts damit danach zu tun. Ich habe nur mit dir geholfen, ihn zu suchen.
Hey, Bruder, wie tief ist er aber? Hä? Achso, hat er ihn vergraben oder was? Er hat ihn richtig tief, glaube ich, vergraben. Ich kann ihn eigentlich finden auf easy, aber ich darf nicht. Aber Bruder, wie soll sicher, dass er hier abhalten? Ist, Eldos, oder grabst du dich einfach gerade irgendwo hin? Eldos? Oh mein Gott, er ist selber AFK. Bruder, ich muss ihn hitten. Ich nehme ihn nur ein Ding weg oder so, nur TNT. Irgendwas nehme ich ihm weg. Oh mein Gott. Walla, er hat ihn, Chat, er hat ihn. Oh nein! Ey, Hobbit killt ihn! Nein! Das war aus Versehen! Du hast ihn gekillt! Bruder, du hast ihn gekillt! Nein, Eldos! Bruder, du hast ihn gekillt! Hobbit! Oh mein Gott, Hobbit hat ihn gekillt! Nein, das warst du! Bruder, bist du jetzt echt tot? Gekillt. Oh mein Gott, warte mal, ich muss deine Sachen retten! Das habt ihr nicht getan, Jungs. Bruder, ich hab Hammer hat Trimax gekillt? Nein, ich hab ihn nicht gekillt. Er hat ihn, Chat. Das war Eldos. Eldos. Ja? Walla, ich sage dir jetzt eine Sache. An einer Sache respektiere ich dich. Dass du geschafft hast, durch deine Dummheit, das so zu dribbeln, dass Hammer Trimax gekillt hat, ne? Es ist unglaublich, Bruder, wirklich. Bruder, aber das... Also hattest du dich mit Sand eingebaut, Eldos? Bruder, nein, ey, ich hab nichts gemacht. Bruder, ich war mir nicht mal sicher, ob ich es machen soll oder nicht. Hamed, das war's. Ja, ey. Ist das wirklich passiert? Ey, ist geistkrank, ey. Ding, Hanipu soll mal ihren Chat in den Griff bekommen, ehrlich. Ich schick meine Leute auch nicht rüber oder red schlecht über irgendwen. Weil wenn sie über mich schlecht reden will, ist okay, aber wenn ihre Leute rüberkommen, Bruder, dann werde ich auch anfangen, schlecht über sie zu reden und meine nein, Leute... Nein, ey. Ja, nein, aber ich meine, also ich bin komplett offen. Drin, Bruder. Ich hab, ja, doch, sie ist noch hier drin. Nein. Ja, jetzt gerade ist sie Death. Hä? Du hast doch gerade Trimax umgebracht. Ja, wegen gerade, Bruder. Sie war abgefuckt, weil ich sie runtergehittet habe. Und dann hat sie mich angegriffen. So. Dann habe ich zurückgekämpft, Bruder. Dann war sie abgefuckt. Holt OP-Gap und so, will gegen mich kämpfen. Ach so, ja. Ach, Bruder, nimm das doch nicht so ernst. Ja, Bruder, bei Gott, es sind zu... Also so viele Leute waren noch nie drüber bei mir. Ja, Bruder, mach einfach Abo-Modus rein, Bruder. Was passierte bei Breitenberg, bei mir, bei allen passiert das. Ja, nein, ich kann das ab, aber dann muss sie damit rechnen, dass sie auch zurückbekommt. Hamed, hör mal zu, Hamed. Ich habe das 10-mal schon gehabt. Mert hat mich Bastard genannt, du hast mich Bastard genannt, Bruder, aber Media nein, hat mich Peach genannt, stopp, Digga. Bruder, hör mir zu. Breitenberg, sei mal kurz leise. Wenn du zu mir Bastard sagst, ist es was anderes, als wenn Leute in meinen Chat kommen von einer Community. Bruder, wenn du deine Community auf wen hetzt, dann ist das ein ganz anderes Level, Bruder. Aber sie hetzt doch nicht. Sie hat, doch, sie hat, Bruder, oder? Weißt du, wie viele Leute, das kann gerade nicht normal sein. Ist Bruder, egal. Das ist Beschützerinstinkt. Nein, Bruder, wenn okay, sie, eine Frage. Nein, warte, lass mich kurz ausreden. Ja, ich werde mir diesen Clip angucken und sollte sie scheiße über mich geredet haben, dann werde ich scheiße über sie reden. Bruder, so ist das. Ich komme mit sehr, sehr viel Respekt auf Menschen zu. Ich habe auch gerade zu ihr gesagt, dass ich sie nicht absichtlich runtergehittet habe, aber... Wenn sie scheiße redet, Bruder, erstmal kurz, manchmal, wenn du es absichtlich gemacht hast, kann sie trotzdem nichts sagen, weil das sind die es gibt keine Regeln. Bruder, und es war nicht absichtlich, Bruder, ja. Nein, ich meine und wenn. Aber, Bruderherz, sie möchte ganz bestimmt nicht, dass du geshit-talkt wird. Eine Community natürlich hat man manchmal einfach nicht unter Kontrolle. Letztens hatte ich auch den Fall, dass meine Community jemand anderen angegriffen hat und ich habe nicht mal irgendwas gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, sie glaubt mir, wenn dich Leute schickt talken, heißt nicht, dass der Streamer die losgeschickt hat, Bruder. Ja, das deswegen sage ich ja, Bruder. Manchmal Chat macht einfach, Bruder, weil du musst dir überlegen, du hast Lieblingszuschauer. Also du bist für viele, sehr viele der Lieblingszuschauer. Ich bin für sehr viele der Lieblingszuschauer. Und Bruder, wenn du Scheiße bei mir baust, hast mein Chat nicht. Das habe ich gar nicht unter Kontrolle. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich bei dir Scheiße baue... Bruder, ich weiß, worauf du hinaus willst, Bruder. Aber so extrem war es noch nie ernst. Aber Hamed, du musst dir vorstellen, sie ist die einzige Frau auf diesem Server. Ja, ne? Und Bruder, du weißt, wie Männer mit Frauen im Internet sind. Hör zu, nur ganz kurz. Ich wollte ihm gerade schon was erklären. Okay. Bruder, sie war einfach nur emotional. Und selbst wenn sie nichts gesagt hat, ich schwöre es dir, es wären 1000 Männer rübergekommen, die dich beleidigt hätten, weil sie denken, sie müssten sie beschützen. Das sind einfach Fans von ihr, also nicht böse gemeint, abwerten, die sie beschützen wollen. Aber das Wichtigste ist, und jetzt kommt es drauf an, und das macht den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Nicht mal Tiere sind so. Wenn uns Unrecht passiert, haben wir immer die Option zu sagen, wir behalten einen kühlen Kopf, denken darüber nach und wir versetzen uns immer auch in den Gegner hinein. Das ist normal, das nennt man Empathie. Versetz dich in ihre Lage, du weißt, sie ist emotional und du bist selber einer, wenn er emotional ist, redet er kurz so und in 5 Minuten, 10 Minuten beruhigt man sich und dann redet man wieder normal.
Isa hat niemals die Absicht, dir ernsthaft zu schaden und du hast nicht die Absicht, ihr zu schaden. Deswegen musst du jetzt aufpassen, was du sagst und versuchen, der Klügere zu sein und deine Emotionen im Griff zu behalten. Mehr ist es gar nicht. Vor allem, du bist live, Bruder. Egal, was du sagst, du kannst es nicht mehr zurücknehmen, Bruder. Okay. Mach einfach Abo-Modus rein, du hast deine Ansage gedroppt. Ja, ich hab... aus. Mach nicht noch mehr. Okay. Einen. Sei der Klügere, weißt du, was ich meine in dem Moment? Ja. Bruder, ich hab meine Sachen, ich hab zurückgegeben, so, weil eh... Chat und so, Bruder, alle haben eh übertrieben, auch bei Hamed jetzt zum Beispiel oder bei mir. Aber, Bruder, ich habe alles zurückgegeben, außer eine Sache. Ich wollte die Sachen abziehen, eine Sache abziehen. Ich bin in Schlucht gefallen einfach. Ja, Bruder, Gottes Strafe, Digga. Guck mal, Mert, das, was wichtig ist, ist eigentlich, dass du einfach deinen Chat clean hältst. Beziehungsweise Beleidigung eigentlich am besten nicht durchlässt. Aber wenn du halt alles stehen lässt, was so übelst beleidigend ist, ist halt schon weird. Der Abo-Modus ist ein guter Filter auf jeden Fall immer, ne? Ja. Ja, Isa, das Ding ist auch, man muss auch die Moderatoren haben und Abo-Modus schnell einsetzen. Ich hab das manchmal auch. In dieser Uhrzeit kannst du auch keinen Moderatoren irgendwie die Schuld geben, wo das 3 Uhr ist. Ja, der will schlafen auch, ja, aber. Eingestellt. Weißt du, was ich meine? Manchmal ist man auch so vertieft, Digga. Oder manchmal, keine Ahnung. Bruder, letztens bei Among Us ist es ausgeartet, obwohl ich auf Emote-Only gespielt habe, Bruder. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, das stimmt. Du weißt es manchmal einfach nicht, was die Community macht. Wandert, Bruder. Ja, das stimmt. Warte mal, Matt, wie du bezahlst deine Mods nicht, Digga? 30.000 jeden Monat und kann niemand den Mods Geld kriegen, oder wie? Bruder, meine Mods kriegen alle 850 Euro, Digga. Walla, mashallah. Ehrlich? Meine kriegen ab und zu Kingcans-Paket. Ja, nicht alle, aber so, also die meisten kriegen 450, aber die besten kriegen 800. Walla, stabil. Haltet mal kurz fest, ne? Eldosh ist so dumm, dass er es nicht geschafft hat, einen Trimax, der AFK ist, seit einer halben Stunde zu killen. Aber seine Dummheit hat es dazu gebracht, dass Hamed ihn gekillt hat. Boah, ihr wisst, morgen wird der Server brennen. Der Typ ist ein Genie, Bruder. Der Typ ist ein Genie. Chat, morgen ist kein Stream. Ich hab morgen, bin ich mit Johannes. Haut rein, Jungs. Macht's gut. Ich geh auf. Wir sehen uns übermorgen wieder. Wir gehen in Minecraft. Wir gehen in Minecraft rein. Unsere letzte Folge haben wir aufgehört, indem wir uns mit Honeypoo gefetzt haben und Trimax aus Versehen umgebracht haben. Ich habe über die Nacht bei Trimax AFK gestanden. Ich wurde umgebracht von Elders währenddessen. Und jetzt komme ich wieder live und wir werden sehen, was Trimax als Rache gemacht hat. Nice! Nice! Du hast kein Bett und keine aufgeladenen Seelenanker. Wo ist mein Haus? Der Counter läuft. Bro, guck mal. 6 Stunden Arbeit weg. Ist okay. Ist okay. Meine ganze Nether-Rüstung weg. Ist nicht okay. Meine Eisenblöcke, alle wurden nicht mal hier hingestellt. Das heißt, ich kann selbst, wenn ich jetzt Bock hätte, 6 Stunden nochmal zu bauen, könnte ich einfach nicht. Weil ich einfach die Blöcke dazu nicht habe. Bitte sag mir, irgendwer hat das aufgehoben. Trimax ist live. Danny und Zane. Hallo? Ah, Digga, Zane ist sogar Death. Warte, zockt Trimax gerade? Trimax hat den Sprachchat verlassen, als du reingekommen bist. Ja! Hier haben es auch noch ein paar Eisenblöcke geschafft, weil ich die aus Versehen hierhin platziert habe. Okay, Chat, wir haben jetzt was richtig, richtig Schwieriges vor uns. Jetzt ist erstmal eine düstere Zeit. Warum wurde das auch gesprengt? Warum wurde mein zweites Haus auch gesprengt? Wer war das? Nein! Trimax! Ich schreibe in den Minecraft-Chat. Hast du meine Blöcke? Digga, ich hab nichts, ne? Hallo? Trimax? Ja? Was hast du gemacht? Musste leider... Leider? Der mich AFK tötet. Ja, es ist scheiße.
Ich hab's bei Eldos gemacht, ich hab's bei dir gemacht, das ist ein Albtraum. Ich hab mich jetzt 11 Mal eingeloggt und sag immer, ich hab doch gesagt, die AFK nicht töten. Ja. Sonst ist die Rache brutal, aber die ging noch sehr stark. Die ging noch sehr stark? Mein ganzes Gebäude ist weg! Ja, nicht alles. Eldos ganzes Gebäude ist weg, da ist nur noch ein Krater übrig. Ja, aber bei Eldos war es nur eine andere. Sag mir bitte, du hast meine Blöcke aufgesammelt. Die kann man nicht aufsammeln, die sind weggesprengt. Die hat mich so elendig verrecken lassen da. Mein Herz. Meine Herz. Ihr habt mich mit Sand zugeschüttet. Das war aus Versehen, das war aus Versehen. Ja, ja, das glaube ich euch. Aber ihr habt ja da 30 Sekunden lang zugeschaut, wie ich ersticke. Ihr hättet einen Sandblock abbauen können. Warte, war das von dir? Max gönnt mit Herz von Max? Und da ist eine leere Truhe? Nee. Ja, da hat mich irgendwer noch verarscht auf korrekt. Ja, Digga. Also ich kann's verstehen, ich sag dir ehrlich. Ich habe mich aber AFK dahingestellt noch über die Nacht. Ja, bei dir. Aber ihr habt auch meine Farm deaktiviert. Eldos und du standet da AFK, es hat gar nichts gebracht. Nein, weißt du, warum es nichts gebracht hat? Weil als ich AFK gegangen bin über die Nacht, um für dich aktiv zu sein, hat Eldos mich umgebracht. Ja, genau. Und dann wollte ich Eldos AFK hinstellen und der ist auch gestorben. Na, stark. Aber selbst wenn ihr nicht AFK, also es hat nichts gebracht, weil vorher wurde die Farm auch noch deaktiviert. Ach so. Das heißt, ich kam eingeloggt, ich habe meine Pickel von Eldos immer noch nicht wieder. Ich kam eingeloggt er hat auch meine Netherite-Sachen. Ja, und er ist gestorben, dann ist sowieso, glaube ich, alles weg. Trimax, ich verzeihe dir, aber du schuldest mir Eisenblöcke. Viele? Einen halben Stack. Okay. Geil. Okay, nice. Ist noch irgendwas passiert? Beef-technisch? Isa Breitenberg natürlich ein bisschen. Okay. Und das bisschen war gelogen. Da ist komplett eskaliert. Und... Warum? Was ist da passiert? Ach so, das könnt ihr dir erzählen dann. Ich würde sagen, das war bisher der größte Beef? Streit auf dem Fitna-Craft-Server mit Abstand. War das OOC? Ich würde sagen, ja. Oh nein. Also, nee, ich würde sagen, es war sehr OOC. Ich werde versuchen, jetzt Eisen zu farmen. Ich werde das wieder aufbauen. Du schuldest mir was, Trimax. Du schuldest mir was. Ich werde nichts machen bei dir. Halber Stack Eisenblöcke. Halber Stack Eisenblöcke und nichts mehr bei mir sprengen. Wir sind ja, wir haben jetzt quasi, wir unterzeichnen beide quasi ein... Tötest dich wieder. Ja. Wir unterschreiben einen Vertrag. Deal, den nehme ich. Okay, der Versailler-Vertrag zwischen Hamed Lucke und Trimax. Machen wir. Ich bring dich nicht mehr um, du gibst mir einen halben Stack Eisenblöcke. Wir sind quitt. Oh, die Eisenfarm könnte jetzt schön voll sein. Okay, ich baue hier gerade was richtig Großes. Ich will hier heute Abend noch eine fette Büroshow organisieren für alle. Ich sag euch ehrlich, guter Deal, Chat. Hä? Wir haben einen Stack Eisenblöcke hier AFK gefarmt bekommen. Ich mache einen Spendenaufruf. Ich mache einen Spendenaufruf an den Server. So, wir brauchen ganz viele Kisten. Und, ich werde jetzt erstmal die Eisenblöcke alle platzieren, Chat. Wir haben jetzt nur noch 12 Stunden 54, um das Gebäude fertig zu bekommen. Wir konzentrieren uns. Ich werde bei jedem eine Kiste hinstellen. Bei jedem zu Hause. Und nach einer Spende fragen. Versteht ihr? Jeder wird eine Kiste bekommen, wo eine Bitte um Spende ist. Eisen oder sonst was nach der Sprengung von Trimax. Wir sind quasi wie ein Land, das angegriffen wurde. Und wir fragen die anderen Länder nach Unterstützung. Versteht ihr, was ich meine? Mal gucken, welches Land uns zur Seite stehen wird. Und diesem Land werden wir dann auch dankbar sein. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn zum Beispiel Türkei, Mert, uns was spendet, dann sind wir aktiv. Dann sind wir aktiv, okay? Dann hat Kurdistan und Türkei ein Bündnis. Oder wenn jetzt zum Beispiel Russland, Isa, was spendet, okay? Dann werden wir das auch im Kopf behalten. Wir gucken, wer aktiv sein wird. Und wir werden auch aktiv zurück sein. So, erstmal Mission Wiederaufbau. Isa will alles von dir sprengen. Nein, will sie nicht. Guck mal, Luca TV Bann. Capshit. Ich habe heute noch mit ihr geschrieben. Okay. Wir haben echt nichts mehr, ne? Wir haben nicht mal mehr Fackeln oder eine Truhe hier oben. Das Einzige, was uns übrig geblieben ist, ist auf Ernst dieser orangene Block hier. Digga, mir fällt gerade auf, das war voll schlecht, halber Stack Eisenblöcke von Trimax. Ich hätte mehr verlangen müssen. Ich habe ja gerade schon ein Stack bekommen über die Ding. Shit, Digga, wie dumm. Nein! Nein, Mann! Ey, Mann, wie kann man denn so viel Pech haben? Kommt her! Lieber sterbe ich, weil ich es so will, statt dass ihr mich tötet! Wir sind wirklich wieder komplett am Boden angekommen. Ich brauche Holz. Warte mal!
Wir haben noch eine Ender-Chest. Wir haben noch ein paar Sachen. Wir haben Smaragde. Wir können uns auf entspannt eine zweite Rüstung machen, theoretisch. Okay, eine Picke haben wir. Äpfel dürfen wir nicht benutzen. Wir haben Smaragde. Wir können uns theoretisch eine Rüstung machen, aber ich glaube, wäre dumm, eine Rüstung zu machen, Chat. Wäre unnötig ein bisschen. Hier so eine Eisenrüstung können wir uns eigentlich machen. Unsere ganzen Level haben wir leider auch verloren, ne? 24 Blöcke wieder. War hier nicht auch immer Essen? Brot. Ich bin mal so egoistisch und nehme mir das. Ah, da sind Truhen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen so 10, 11 Stück. Wir werden den Spendenaufruf starten, Chat. Nachdem ich meine Sachen hier hingebaut habe. Langsam, langsam. Es wird wieder was. Nein, verpiss dich. Oh, ich habe kein Dings mehr. Ich muss den. Oh, ich muss den Sprung schaffen. Ich habe keine. Kein Federfall mehr. Komm schon. Hier entsteht demnächst eine Kanalisation. Zeig mal. Was ist das denn da hinten? Von wem ist das denn? Mustis Haus steht auch fast wieder. Mustis Steinhaus. Ich habe die Schilder vergessen. Von wem ist das? Digga, wie cool. Sandys Hütte. Von Sydney? Was mit Sydneys altem Haus? Sydney hat zwei Standorte. Okay, wir gehen erst zu Sydney. Kleine Spende für Hamed. Wegen Trimax. Musti und Eldos haben eh nichts, Bruder. Hier wohnt Kato. Hier wohnt Kato. Große Spende für Hamed wegen Trimax. Auf korrekt, bitte, brauche Eisen. Klau von Spendenbox bei Moschee. Nein, Bro. Sehr hässlich, Digga. Er sagt, klau von Spendenbox bei Moschee. Lieber habe ich nichts bekommen. Bei Tipico kann man fragen. Kleine Spende für Hamed wegen Trimax. Okay, wo kann ich noch hingehen? Fabo. Wo wohnt Eli, Chat? Ist Eli überhaupt noch zu Hause oder chillt er nur in seiner Farm? Spendenaufruf für Hamed. Trimax. Digga, das ist so clever. Aber glauben die das? Spendenaufruf für Hamed. Er braucht Eisen. Trimax. Spendenaufruf für Hamed. Er braucht Eisen. Trimax. Ja, walla. Moin, Leute. Trimax hier. Einfach hier rein auf korrekt. Würdet ihr glauben, ihr kommt... Ihr seid so Eli, ihr kommt so hier hin? Spendenaufruf für Hamed. Er braucht Eisen. Ja, walla. Moin, Leute. Das hier muss weg. Das glaubt man nicht, weil keiner hat gefragt. Moin, Leute. Trimax hier. Einfach hier rein auf korrekt. So, perfekt. Das ist von Eli. Ja, ich weiß, aber hier kommen voll viele lang. Leute, wir müssen überall. Spende für... Ah, jetzt habe ich Ahmed geschrieben, Digga. Spende für Ahmed wäre korrekt. Mein Essen ist da. Soll ich einfach mit einem Trainingsanzug bezahlen? Ich gebe ihr einfach einen neuen Trainingsanzug. Von denen, die ich geschickt habe. Ja? Digga, lol. Einmal Ding. Einmal Trainingsanzug als Trinkgeld. Junge. Ey, korrekt ist korrekt, Chat. Korrekt ist korrekt. Jungs, stempelt mich nicht als Ehrenmann da. Ich habe das geschenkt bekommen, vergesst das nicht. Hat irgendwer donated? Oh, stark, Jungs. Dankeschön. Boah, es haben ehrlich Leute donated, das ist krass. Es haben ehrlich Leute donated. Wir gehen rein, Nicole. Ja? Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Oh, was geht ab, Bruder? Oh mein Gott. Amora, bist du da? Was geht? Mann. Brauchst du schwarzes Glas, Monte? Wie habt ihr das geklärt untereinander, dass Hamed dich umgebracht hat und ersticken lassen hat? Er hat mein ganzes Ding gesprengt. Trimax. Ach so, stimmt. Ah, und hast du es akzeptiert, Hamed? Ja, aber er gibt mir Eisen zurück, auf korrekt. Wer spielt denn heute? Real gegen Atletico. Max, kannst du mir drei Atletico Madrid-Spieler sagen, ohne in den Chat zu gucken? Null. War wirklich abseits. Du kannst nicht Griezmann? Ja. Ist richtig? Ja. Ey. Ja, dann mehr weiß ich nicht. Ich hab null Bezug zur Mannschaft. Ich wusste nicht mal, dass sie gut sind. Kannst du Real Madrid-Spieler sagen, drei? Ja. Sag mal. Toni Kroos. Stark. Vinicius Junior. Ja, sehr gut. Modric. Mhm. Okay, stark. Ja, erzähl mal weiter, machen wir weiter. Nee, ich guck schon die Highlights. Barca ist sogar schwer. Sag, Barca weiß ich. Sechs Barca-Spieler. Ohne Chat. Okay, Lewandowski, ich guck nicht in den Chat. Lewandowski. Ja. Ansu Fati. Ja, oh. Nee, ist schon mal falsch. Echt? Hä? Hast du das über Brighton, ne? Ja, aber der war mal da, ne? Ja, aktuell spielt er nicht da. Ja, gut, aber gut, ist falsch, aber krass, dass ich das weiß. Ja, stark. Gündogan? Scheiße, Digga, ich war gerade im Stadion von Barcelona. Das war es? Lewandowski, Gündogan? Kennst du den Torwart? Kennst du. Das war, also zwei Barca-Spieler kennst du. Naja, Torwart, Deutsch, Testing. Kennst du sechs Dortmund-Spieler? Ja. Sag mal. Sadio Özcan? Ja.
Stark. Bist du da random drauf, ja? Weiter? Wir haben 9, okay, dann ist easy. Gegen ihn gespielt bei Teammates. Dann war noch Wolf dabei und Marco Reus. Ja. Die drei waren dabei, deswegen habe ich die schon mal safe. Dann haben wir noch Füllkrug ist neu hingewechselt, weil Noah immer mit dem Füllkrug Dortmund-Trikot rumläuft. Ja. Dann haben die... Hast du Hummels schon gesagt? Mats Hummels? Hummels? Ah, stimmt, Hummels noch. Ja, Abwehrspiel echt scheiße. Doch, der hat noch gerade gegen PSG gespielt, wo, wer war das? MVP ist Hummels so geisteskrank weggerannt in der einen Szene, ne? Das war letztes Jahr, oder? Naja, weil, ja, letztens. Da höchstens 4 Monate her. Ach, Adeyemi, lol. Sehr gut, sehr gut. Ja, gut, das war natürlich ein bisschen reingeschissen, das weiß ich eigentlich. wer ist aktueller Champions League-Sieger? Wer letzte Champions League gewonnen hat? Ja, also aktuell, wer ist gerade Titelverteidiger? Real Madrid. Oh mein Gott, ey, Max. Falsch? Ja. Manchester City. Sehr gut. Haben Manchester City und Real Madrid, wer hat letztes Mal Real Madrid rausgekickt? Manchester City im Halbfinale. Sonst wäre das, das war das eigentliche Finale und dann war schon klar, gut, der Gewinner hat gewonnen. Ja. Jungs, falls ihr es nicht wisst, ich sammle Spenden für Eisen, ne? Hey, Hamid. Ja. Ich muss auch mal ein bisschen die Schere heben. Es war zwar auch nicht so viel auf dem Server, aber immer, wenn ich da war, warst du nicht da. Gleiches könntest du natürlich auch sagen, ne? Ich habe wirklich gedacht, dass du viel weniger auf dem Server warst oder bist. Ja, ich habe es heute angesprochen, weil ich immer später war als du. Deswegen habe ich den Gedanken gesehen, verstanden. Digga. Du weißt, ich habe nur Liebe für dich im Herzen. Ja, alles gut, Monty. Mein Onkel. Mein Fehler gewesen. Wie kann das doch? Ich wollte Matt, ich muss eine Sache noch kurz sagen. Ich wollte einfach nur allgemein reden, weißt du? Ja. Wenn jetzt hier jemand wirklich nur ein oder zweimal irgendwie im Monat so übertrieben gesagt auf dem Server wäre, dann wäre natürlich, dann wäre natürlich besser, da vielleicht Platz für jemanden zu machen, der einfach in dem Dorf mehr Betrieb gibt. Aber ja, ich hab safe, da einfach Digga, safe. Das ist ja auch eine coole Sache, dass so Streamer unter sich zocken können und dann ist auch ein bisschen uncool, wenn dann jemand hier einen Platz wegnimmt, aber gar nicht zockt. Das kann ich komplett verstehen. Mhm. Du konntest auch nicht wissen, dass ich die ganze Zeit on bin, während du off bist, aber ich habe auf jeden Fall gezockt meine Zeit. Nee, mein Fehler. Aber Platz wegnehmen so richtig macht ja eh keiner, weil es gibt ja keine Begrenzung, oder? Oder haben wir so ein Limit? Nee, eigentlich nicht. Ja, aber es werden auch keine neuen Leute raufgelassen aktuell, ne? Von Rohati. Ja, ich weiß, ich frag täglich. Wieso, Trimax? Wen willst du drauf haben? Darf ich nicht verraten. Eisen ist ja komplett out of stock, Alter. Boah, ich bin da so krass am Wegfarmen die ganze Zeit. Oh, was machst du mit dem Zeug die ganze Zeit? Das check ich gar nicht. Ich brauch die Eisenblöcke für meine Baut. Trimax hat alle meine Eisenblöcke weggesprengt. Ich höre, wer mit Eisenblöcken baut. Ich sag euch ehrlich, Fabo hat viel zu wenig Props dafür bekommen, dass er die wichtigste Farm gebaut hat. Auch 100 Subs da lassen, sag ich. Ja, ich hab als einziger Sub da gelassen und hab mich dreimal bei ihm ganz doll bedankt. Das stimmt nicht. Monte auch. Frag ihn. Monte hat auch Subs da gelassen. Wie viel hast du da gelassen, Max? Mert hat auch welche da gelassen. Mert, du hast auch schon mal gegiftet. Ich hab sie nicht mal deswegen da gelassen. Ja, aber sollt ihr auch nicht. Lass das. Max? Nee, es geht nicht darum Subs, es geht auch um die Worte. Was habe ich für nette Worte für dich gefunden? Wie viele Subs hast du da gelassen? Fabo, was waren meine Worte? Wie viele Subs? Red nicht um heißen Brei. Ich sehe erst die Worte und dann sage ich die Zahl. Du hast vor allem eine Ansage gemacht, von wegen, dass ich die wichtigste Farm gebaut habe und man mir Props lassen sollte. So. Hast du das auch gemacht, Monte? Wie viele Subs hast du da gelassen? Monte hat auch eine Ansage. Doch, Monte hat das eigentlich auch gemacht. 20. Oh, Multimillionär lässt 20 Subs, das ist erbärmlich. Das ist nicht mal ein Spin, Max. Ja, es ist nicht mal ein Spin, ist das erbärmlich, Digga. Also ich finde, der Wille zählt. Nee. Das, weißt du schuldest mir noch 5 Subs wegen Among Us. Was? 4-2 Atletico, holy shit. Boah, das ist ja, da kracht's ja jetzt bei Eli, oder? Edis. Ja? Was hast du jetzt für ein Haus gebaut? Hast du überhaupt eins? Ja, ich mach gerade das krasseste Ding, was jemals in Minecraft gab. Boah. Edis, alles Gute. Ey, danke, für was? Geburtstag. Ah, das ist Max, das Troll, Bro. Das ist aber schon 2 Jahre so, ne? Für die Farm, also was du da was du machst. Ach so. Da. Gut gerettet. Danke. Gut gerettet, ja. Aber ja, Edis, danke dir. Das Projekt, was du da vorhast, ist schon schwer zu bauen, deswegen... Was baue ich denn genau? Das ganze ein Schienensystem, eine U-Bahn für alle, dass die alle connected sind. Nein, ich baue eine Kanalisation, Bro. Ich werde jetzt ein Ninja-Turtle. Und jeder, der einen Ninja-Turtle-Skin holt, gehört, kann hier wohnen. Aber du wolltest doch eine Kanalisation bauen und da fahren die ganze Zeit so Loren lang. Genau, das will ich auch. Also das ist, dass man quasi schneller zu dem Ort kommt. Das ist ja dann eine U-Bahn, hä? Das ist eine Kanalisation. Aber die Frage ist jetzt, bekomm ich eine Genehmigung bei dir, auch einen Gullideckel zu bauen? Nee. Was? Dann können Leute zu leicht bei mir klauen. Das ist ja, weißt du? Nein, das ist ja das Ding, Bro. Jetzt pass auf. Da kommen die ganzen Einbrecher rein durch diese. Okay, jetzt aber pass auf, Max. Jetzt kommt ja der Trick. Es wird ja nicht nur ein Weg dahin führen. Das heißt, es wird ein Labyrinth. Und nur ich weiß den richtigen Weg dahin. Das heißt, wenn Purge ist oder irgendwas, dann bin ich hier sicher in meinem Tunnel, weißt du? Ich sag doch. Das auf gar keinen Fall, weil wenn bei mir in der Nähe Tunnel sind und da ist.
ein Mob oder so, wenn nicht genau perfekt Farbo. Ist, ach, dann gehen meine Farmen alle nicht mehr, wenn Mobs sind. Oh, scheiße. Okay. Ich muss komplett ruinieren. Aber die Idee ist schade. Geil. Ich werde das System benutzen, aber mach's mal nicht hier. Nee, dann darfst du es halt auch nicht benutzen. Aber passt. Okay. Passt. Gut. Super. Dann haben wir Farbo. Das ja auch geklärt, ne? Ja, ich rufe Eldos an, der muss mir nämlich noch meine Rüstung und so geben. Wäre wichtig. Eldos? Ja, guck mal. Ja? Bist du draußen? Nee. Soll ich dir deine Sachen geben? Ja, gib mal meine Sachen bitte. Oh, ich geb gleich, ja? Ich komm gleich. Okay, korrekt. Hey, was soll das? Mert! Ja? Wo sind deine Schafe, Bro? Ja, kennst du Breitenkelb? Ja. Hat der Stili schon wieder gekillt? Ja, Bruder. Als ob! Aber warum? Aber es ist in Ordnung, weil ich habe ein seltenes Pferd von ihm gefickt, deshalb so lecker. Okay, Bruder, das ist ehrlich ein bisschen sus, ja. Ja, Bro, dass du Pferde Rache, fickst, Digga. Was? Ehrlich, wer ekelhaft. Mert. Oha. Ich hab ein Pferd von ihm umgebracht. Ey, Mert, darf ich mir Wolle nehmen, ein Steak auf korrekt? Korrekt. Ja. Korrekt ist korrekt, dankeschön, Bro. Auch mal was da lassen, weißt du? Nicht immer nehmen, auch mal was da lassen. Ja, safe. Max, kann ich was fragen? Ja, bitte. Ich hab deine Insta-Story gesehen. Ja. Und du hast da gesagt, dass ja die XP-Farm von dir gut für alle ist. Ich verstehe nicht, wie sie gut für alle ist, wenn du jemanden sofort das Haus wegsprengst, sobald jemand rangeht. Kannst du mir das erklären? Ja, die war gut für alle. Davor hast du die aber auch nicht preisgegeben. Irgendjemand hat sie auch benutzt und deaktiviert und nicht wieder aktiviert. Und ich weiß heute nicht, wer es war, weil irgendjemand war das Offstream. Das musst du dir überlegen. Hier kommt jemand nach Feierabend her, Offstream, und geht an meine Farm. Das ist und der Einzige, der Offstream hier Fitner macht, ist klingt der. Klingt mir nach einem Karl tatsächlich. Ja, soll ich genau so auch sagen. In der Farm waren so 40 Level. Ja. Die wurden geklaut. Damit ich die 40 Level wieder herstelle, stand ich die Nacht AFK. Hab gefragt, ey, kann ich mich hier AFK hinstellen oder bringt ihr mich um? Dann haben sie mich eingebuddelt, mit Sand zugeschüttet und mir 30 Sekunden beim Ersticken zugeschaut. Und dann noch meine Farm deaktiviert. Ja, Hamed. Das war respektlos. Aber das war aus Versehen, Bro. Das kann nicht aus Versehen sein. Ich hab da 30 Sekunden um Luft gerungen und bin erstickt und ihr hättet nur 2 Sand abbauen müssen und habt's gelassen. Ja, aber nicht ihr. Das, also Eldos und, ja, weiß ich jetzt nicht, Digga. aber Max... Gab es mal eine Phase, wo du Leute an deine Farm angelacht hast? Gab es mal sowas? Nee. Das war eigentlich von Anfang an, jeder wird gefickt. Jeder wird gefickt und du sagst es. Hamed, mein Freund, Hamed! Ja. Hamed! Ja. Machst du das doch einmal? Was denn? Dein Haus, dein Erbe, alles glaubt dran. Glaub mir das. Was ist denn jetzt? Glaub mir das, Hamed! Schlägst du mich noch einmal? Zane, ich hab kein Haus mehr. Was ist los? Mein Freund, glaub mir das. Du weißt nicht. Ich hab kein Haus mehr, Zane! Ich bin friedlich hier auf dem Server. Ich bin friedlich. Noch bin ich friedlich. Ich hab mit dem Karlgar Krell gemacht in dem Cup. Hallo, nicht durch die Baustelle. Macht's woanders, Hamed. Zane, mein edler Bruder. Zane. Geht weg von hier, das ist eine Kanalisations- Digga, ich bin ja entspannt am Talken mit Chat. Ich werde auf einmal gehauen einfach. So nämlich, Zane. Lass dir ja nichts gefallen. Zane. Hamed! Guck dir's an, Edis. Guck dir's an. Jetzt reicht's. Komm her, Hamed. Edis, bitte. Edis Abi. Eli da? Nee, gerade nicht. Fabo, danke für deine Spende, ne? Sehr korrekt. Kann ich kurz Dings Level nehmen? Digga, was mit Hamed? Digga, ich hab ne Insel ganz weit oben, Bro. Was soll ich machen? Und du bist, und seit wann bist du Bayern-Fan, Monte? Seit wann ich Bayern-Fan bin? Ja. Ja, was definier mir Fan, Digga? Na, Sympathisant. Ich bin das erste Mal mit Bayern München in Kontakt gekommen, als mein bester Freund Davide, als ich 6 oder 7 war, als ich ihn kennengelernt habe, bei ihm zu Hause war, da hatte er, sein ganzes Kinderzimmer war voller Bayern-Poster, Giovanni Elber, Carsten Janka, Effenberg, wie sie damals alle hießen. Durch ihn habe ich dann auch angefangen Fußball zu spielen, beziehungsweise habe mich einmal wie ein Fettsack ins Tor gestellt, auch schon als 6-7-Jähriger, weil keinen Bock zu laufen. Dann hat er halt gesagt, ey, ich gebe dir ein Trikot mit, so. Und dann habe ich halt von ihm Trikot, also Fußballklamotten bekommen, das waren halt Bayern München Klamotten. Und seitdem teile ich mir mit meinem Freund Davide eine Leidenschaft in unserer Freundschaft, nämlich, dass wir Bayern-Fans sind und am liebsten zusammen Bayern-Spiele gucken und ja, und das seit ich 6 bin. Ja, okay. Ist Davide Italiener, ja, ne? Ja, natürlich. Davide. Monte, weißt du, in welcher Liga FC Levante spielt? FC Levante spielt, müsste in der ersten Liga spielen. Welche? Levante ist spanische Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Erste B, glaube ich. Aber wie heißen die? Ganzer Name von der Fußballmannschaft? Keine Ahnung, ich setze bei denen auf die Fotzensöhne, aber bei Tipico, und die machen mir meine Scheine immer kaputt, die Uhren. Sehr schön.
Sehr schön. Sehr schön. Stark. Ich finde das so schön. Die Wut ist so schön. Mhm. Wieso, was ist mit denen, Hamid? Es gab einen Skandal mit deren Trainer, Mr. Joe. Ja, so irgendwie. Geist. Was war das? Erzähl bitte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das sonst schön sagen darf. Achso, okay. Der Goatee gesagt, ja, natürlich. Okay, gut. Das muss man sagen. Wenn man reingeht. Das steht da so geschrieben. Ich mach's wieder heil, Mann. Hamid wurde vom Fabo erschossen. Was irgendwann reicht's, Hamid. Jedes Mal, wenn er mich sieht, haut er mir die Fresse. Ich hab dir geschrieben, Dings, ne? Ey, danke, Hamid. Oh, kein Ding. Max. Ich hab, ich, das ups, war nicht sorry. Ja, ne, Medi hier? Wieder, was soll ich sagen? Ja, ich hab einen Clip gesehen sogar. Medi was 32 der TNT für Huschen. 32 TNT für Huschen. Ey, ja? Sorry, Hamid, sag doch, dass du kurz vorm Sterben Huschen bist, Bro. 30. Hamid. Ja. 60 TNT, letztes Angebot, ein Stack. Ja, also unter 3 Stacks TNT oh, geht das Huschen nicht weg. Gut, das war's. Was denn? TNT für so. Huschen. Ich brauch das nicht. Gut, 10 Zapkiff. So, nur wenn wir es auf die Rechnung schreiben. Hamid. Ja. Komm zu Sidney sein Haus, Bruder, rein. In die Mitte. Das Pinke. Hamid, geh zu Sidney sein Haus. Quasi ein fahrendes TNT. Mhm. Hamid? Ja. Hast du mein Stream offen? Bei mir waren wirklich nur ihm, also ich sag gerade so, was, also mit Mute sage ich so, was sind denn überhaupt Gaps und so, und dann genau dann schreibst du rein und erklärst es mir. Ich dachte, du hast meinen Stream offen. Nee, ich habe mit Eldos geschrieben, weil der Dummkopf bei so. Gaps Karotten rausgeschmissen hat. Max, du bist so klug in Minecraft, krass. Ja, ich bin halt, das war ein Lexikon hier. Viele denken, es ist Favo, aber der ist nur gut in PvP. ADF. Favo. Alle wie viele Minuten legt ein Huhn ein Ei und zu wie viel Prozent kommt da wiederum ein Huhn raus aus dem Ei? Oh. Weißt du beides nicht. Oh. Alle 8 Minuten und aus einem Huhn Ei kommt raus, andersrum, Ei Huhn kommt raus, 16? Beides falsch. Dass ein Huhn rauskommt ist 1 zu 8 und alle 5 bis 10 Minuten kommt ein neues Ei. Boah, jetzt, also nee. Jungs, bitte schlafen. Bitte. Guck mal, wie krass. Guck mal, wie krass. Einfach niemand. Einfach niemand. Wie sie auch einfach ignorieren, ne? Ja, sie machen nichts. Ich hab, wir haben ich noch eine Regel, jeder spielt mit. Ich kann gar nicht. Wie kann ich meinen Namen schreiben? Reicht, Fabo, bitte! Wann kommt denn hier eigentlich der neue Kung Fu Panda Film raus? Oder du machst halt... Ja. Ich weiß kannst nicht, was du eventuell das ist. Den Pool mit Wasser füllen, dass es gut aussieht. Bruder Hamid hat so seine schmierigen Finger gerade an der Eisenfarm rangehabt. Ist das krank. Warum? Hier ist einfach nicht einmal Eisen. Wie viel Stacks Eisen hast du genommen? Sei mal ehrlich. Ja, der baut aus ja, Eisen. Alles. Der baut auch. Ist das krank, Digga. Bruder, mein ganzes Grundstück wird in die Luft gejagt. Das war alles aus Eisenblöcken. Jawohl. Warte mal, Schatz. Ist das krank, Digga. Hier. Weißt du, wie lange das dauert, bis ich das wieder zurück habe? Hurensohn! Brauchst du Eisen, Eli? Ja, ich brauche Eisen. Wie viel? Wie viel brauche ich dafür für Kolben? Pisten musst du eigentlich. Du bist der King, Fabo, sag ich ehrlich. Normal ist es ja relativ leicht, so wenn der Chat jetzt... Ja, wenn du zwei Wasser nimmst... Passt das ja, ne? Ja. Fabo, noch eine letzte Frage? Jo. Nie wieder Sex oder nie wieder Minecraft? Oh. Boah. Das ist eine schwierige Frage, sag ich dir ehrlich. Echt jetzt? Ja. Fabo wird wie bei YouTuber einfach. Weißt du, es gibt viele andere Spiele, die genauso, also die auch ein Suchtgefühl geben. Weißt du, wie ich meine? Auch wenn Minecraft jetzt ein Baby ist. Aber es gibt nur eine Form von Sex. Max? Ja? Ich versteh's nicht. I need to grab the block of quartz and I want you to place the block of quartz behind the edges of the row. Die ist aus Gold. Hat jemand Quarz, ja, Leute? Genauso. Über? Genauso. Und braucht das nicht? Quarz? Das wirst du hier nie. Niemand hat jemals Quarz über und braucht das nicht. Ich hatte was über, Max. Echt? Ja. Und jetzt machst du da wieder deinen Schlamm. Guck dir die an, Hamid. Wie findest du die? Das ist stark. Majestätisch. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Das ist hinten vom Schlamm.
Wo sagt er denn eine Ente ab? Wie, was meinst du? Ich wollte gerade was reinwerfen, Ahmed. Scheiß drauf, Ding. Hier haben wir es anders gebaut. Hier Nein. ist es hinten beim Ehrlich Stamm. Jetzt? Und hier ist es vorne beim Stamm. Edis, bitte, Edis. Edis, Abi, Edis. Also gespiegelt jetzt. Wo ist mein Geschenk, so. Eli, Hamed behindert Alter, mich in deiner Farm und der baut hier Scheiße, der will Sachen klauen. Nein, der lügt. Hamed. Nein, ich hab noch nichts rausgenommen. Schau, er sagt noch nichts, er wollte rausnehmen. Nein, ich hab noch nie was rausgenommen, Eli. Hör auf, Bruder, die Farm ist für uns alle, Mann. Ich hab noch nichts rausgenommen, Eli. Eli, ich hab noch nichts rausgekommen. Respektier die Farm. Ja, mach ich. Respektier sie. Mach ich. Sag, dass du sie respektierst. Ich respektiere die Farm. Muss er nicht noch irgendwas anerkennen, Eli? Ja, ja, erst wenn er es rausnimmt. Erkenne es an. Ich kann doch nicht. Er muss erst gewinnen, die Dings. Wer ist der Gotti? Haben wir noch Eisen unten in der Farm oder ist nichts mehr da? Ich glaube nicht mehr so viel. Och man, Hammel, Digga. Was soll ich machen, Bro? Ich muss alles wieder neu aufbauen. Die Farm hat mein Pokémon. Nie da und dann immer noch den Eisen klauen, oder was? Das geht echt nicht. Oh, was ist denn das da in der Luft, Alter? Was soll das sein? Wir haben Eisen noch. Ja, okay, dann. In der Ente von. Du musst dir hier quasi eine Hilfslinie bauen, checkst du? Bro, die Ente, das ist doch keine Ente, sieht aus wie Power Ranger mit Down. Ja, da drin ist eine Truhe voll mit Eisen. Bruder. Muss nur abbauen. Aber ich will nicht klauen. Nee, die ist für alle. Und quasi genau das gleiche jetzt nochmal baust. Und hast du noch Trichter? Ja. Kannst auch eine Laterne hier immer hinbauen, Eli, oder so eine Fackel. Ja, ist respektabel, Chat. Digga, das ist das größte Drecksding, was ich. Die ist extrem geil. Die ist wirklich übertrieben krass. Wie leicht sie zu bauen ist und was der Output ist, ist der Wahnsinn. Nein, ich rede nicht von deiner scheiß Ente. Boah, wie redet er? Wie disrespectet er deine Ente? Ach du Scheiße, da ist die Ente. Oh, siehst du sie? Sie kommt doch ein Stift aus dem Arsch. Legt die ein Ei? Nein, die feuert gerade ab. Die feuert gerade richtig ab. Oh. Seid ihr alle gleich bereit für die ultimative Feuershow? Das ist geisteskrank. Ich hab dir 6 Stunden reingesteckt. Wann geht's los? Feuershow. Ich bräuchte ein paar Helfer, die unten mit anzünden, wenn's soweit ist. Wann geht's los? Demnächst. Würde ich auswendig auf Madeira wollen. Yo. Du organisierst die Feuerzeuge. Ich organisiere grad pushen. Mach das später. Ich bin schon unterwegs. Okay, aber dann ist die Pyro-Show ohne dich, weil wir zünden jetzt in 3 Minuten. Aber willst Max, nee, willst du die Pyro-Show nicht machen, wenn richtig viele Leute auf dem Server sind? Sind nicht Max? Viele? Nö, also geht so? Mehr. Max, die stehen alle bei der Ente. Eli? Okay, ja. Dann zünde mal die Pyro-Show, Max. Am geht Dienstag ist? Ja, am Dienstag. Nein. Nee, komm ich hoch? Warum riskierst du, Digga? Ich wusste nicht, dass ich da runterfalle. Ich rufe Fabo an. Fabo. Yo, Hamid. Kannst du mich retten? Wo bist du? Was, wenn ich Goldapfel esse? Habe ich dann Feuerresistenz? Hast du ein Totem? Was ist ein Totem? Nein, Totem habe ich nicht. Nur wenn du so einen guten Goldapfel isst. Okay, nee, habe ich nicht. Ich habe nur normalen. Kannst du mich retten? Ich bin nicht weit, aber Nether halt, ne? Einer von meinen Leuten sollte mal Clip schicken. Da, ich habe mit Koordinaten und so. Ja, ich bin halt gerade weit weg, aber ich komme schnell zurück. Okay, korrekt. Korrekt ist korrekt. Danke. Ich lass dich schicken. Wenn ich Clip hab, ich hol direkt. Okay, perfekt. Danke. Hat man Koordinaten nicht gesehen? Was, wenn ich reingehe, Cordis anmache und rausgehe? Ich schaff's. Ich hab's geschafft. Oh, ihr könnt Fabo schreiben, ich hab's geschafft. Ich bin ja so tief gefallen, Digga. Ausrufezeichen Game of the Year, Chat. Wo komme ich nochmal raus, aber? War das hier direkt? Das brennt lange, ja. Das ist keine Wolle diesmal, das ist Holz. Ich komme, Leute, ich komme. Ich bin auch gleich da. Mach Shader an, dann sieht das besser aus. Mach immer Doch. Clean. Wo ist das? Das Feuerwerk? Bei der Ente. Bei der Ente? Okay, sind alle bereit? Nee, wer fehlt? Doch. Danny fehlt. Keine Fabo, wie ist bei dir? Was ist bei dir, Fabo? Sag schnell. Was ist denn nächstes? Was soll sein?
Ey, leck mich alles. Wollten gerade 6 Leute ein Feuerzeug holen. Jetzt hat keiner ein Feuerzeug geholt. Ich hab also, keins geholt. Nein, ich hab keins. Ja, scheiß drauf. Max, zünd an. Schau mal, zünd an und renn direkt rechts rüber. Ich hab ein Feuerzeug. Jetzt in deiner Hand. Ja, ich hab mehrere. Sofort herkommen, mit anzünden helfen. Ja, aber wo? Bei der Ente. Bei mir, bei mir. Ich bin noch bei der Ente. Bei Trimax, bei Trimax. Bei Trimax. Oh mein Gott. Hier ist ein gigantischer gelber Titan. Hier, Hammett, hier. Ah, hier, ja, wo und keiner so findet ihn auf dem Server. Ah ja, ich wusste nicht, dass es beim Titan ist. Ich war gerade nicht im Group Chat. Oh. Mann! Ey, Mann, komm jetzt mal schnell zur Ente, Hammett. Ja, ja, ich bin da. Okay, geh auf Danny. Die andere Seite und zünde alles an. Beginn mit dem Arm auf der anderen Seite. Okay. Und die Füße und alles. Überall, du musst ganz viel Feuer. Nimm das Schild aus der Hand. Okay. Ganz viel Feuer. Achtet auf den Füßen. Ich geb das Go. Okay, sind alle da? Ja. Okay. Burning Golem in 3, 2, 1. Ich war das Ding. Ich schwöre. Oh, das sieht richtig heftig aus, Digga. Alter, voll krass. Ihr müsst viel mehr anzünden, auch innen, die Beine, innen. Ja, ich bin innen. Was soll das? Ich brenne. Denn auch? Bei mir brennt alles ab. Bei mir ist alles Lava, ich komm nicht durch, ich sterbe. Max, du hast richtig reingeschissen. Bei Hamid brennt's richtig, bei dir null. Ich wurde übertrieben angegriffen. Du hast richtig verkackt. Guck mal, wie es bei Hamid brennt. Ja, okay. Sehr gut. Let's go. Boah, wieso brennt der so schnell? Ich denke, das ist Oha. Holz. Sieht sehr geil aus, Max. Bruder, das ist schon wild, ne? Sag ich dir ehrlich. Am Ende gibt's ein großes Finale. Boah, es regnet. Ich hab noch nie so was Schönes gesehen. Nein, es regnet! Oh mein Gott! Ey, mach das aus! Nein. Mach das aus, Fabo! Fabo, mach das aus! Oh mein Gott, nein! Fabo! Fabo, mach das aus als Admin! Es regnet! Nein. Fabo! Hallo, bin ich Mios? Nein! Fabo, mach das! Ich saß da 6 Stunden dran, Fabo! 6 Stunden gefickt für nichts! Fabo, schieß ein großes Finale, mach schnell den Regen aus! Nein! Hey Max, es ist einfach. Hat aufgehört, ne? Ja. Kein großes Finale. Der hat da 6 Stunden dran gebaut. Nein, sag jetzt nicht, du hast oben seinen Kopf komplett mit T&T gefüllt. Ja, das ist richtig scheiße, ich sag dir. Nein! Das ist richtig blöd, Digga. Digga, dass Fabo auch den Regen nicht ausmacht, ist so geisteskrank. Hä? Ich soll Fabo machen. Schuld, ja. Ist wirklich ja, Fabo, ja, ich Mann. Bin schuld. Flash Sonne muss er eingeben als Admin fertig. Es ist nicht Flash Sonne. Ey, ja, jetzt ist zu spät. Wir müssen schlafen. Und sonst? Warte, Max. Ja, Bruder, jetzt bockt nicht, Mann. Das ist so, das war dieser erste Flash, der gekommen, ja. Ich würde sagen, wir gehen alternativ alle zu der Ente und bestaunen sie ein bisschen. Ich würde sagen, Trimax, du baust nochmal alles neu. Das geht nicht. Wieso? Das geht nicht. Ja, lass schnell schlafen. Man kann es nicht anzünden in der Luft. Doch. Ich gehe off. Hey, Bro, der arme Mann. Der arme, Alter. Er hat so gebrochen, Digga. Hier im Bett. 6 Stunden, Bruder. Und der zündet's an und genau jetzt regnet's. Das war auch Absicht. Ich sag, das war irgendwie Fabo. Nein! Ja, auf diesem Server regnet es 24 Stunden, Digga. Oha. Bastard-Server. Aber jetzt ist wieder hell, jetzt ist scheiße. Jetzt hell, kein Regen mehr. Jetzt Wetterklima ist egal, Max, zünd das an, Digga. Wir wollen den Kopf explodieren sehen. Zünd das jetzt an. Das bringt nichts mehr, das anzuzünden. Es geht auch nicht, ich hab kein Feuerzeug mehr. Ich kann nicht hochbauen. Hier. Lauf hin, zünd's an. Ich will wirklich kein Stück mehr. Ich spiele gar nicht mehr. Weg mit dem scheiß Feuerzeug. Ich zünd's an. Ich hol ein Feuerzeug. Ich hab mehrere. Oh. Ja, was ist jetzt, Max? Von mir? Ja, ich zünd die Scheiße jetzt an. Du wirst zünd an den Dreck. Dann brennt nur eine Seite runter und so. Nein, ich komm auch. Ja, Digga, Fabo, ich hab den Clip gesehen, du hast Slash Regen gemacht. Hä? Ich hab ja gesehen, ich da unterm Bett. Oh, wer hat das angezündet? Das war Fabo, oder? Ja. Reicht gut. Doch! Brennt wieder. Guck dir! Ja, ich guck. Geht's weiter? Wer hat sich mit Stein da hochgebaut? Hammer, sieht richtig scheiße aus. Nein, das ist Danny. Wenn du TNT abbaust, wirst du nie wieder Spaß haben in Minecraft. Den Gag hatten wir schon. TNT abbauen? Ich wollte jetzt zünden, das TNT. Nee, lass es. Du hast doch gar kein Feuerzeug. Komm da raus. Es geht los. Komm da raus. Ist jetzt noch jemand drin? Jetzt sofort rauskommen. Es brennt, das funktioniert richtig gut gerade. Schnell rauskommen, wer da drin ist. Ist noch jemand drin? Es funktioniert richtig gut. Ich lauf. Die Arme brennen hoch, ja doch. Ja, ja. Okay. Es funktioniert wieder. Ich nicht gedacht, dass ich mach den Shader so rein. Ja. Oh, mit Shader ist ja 10-mal geiler.
Ja. Aber wieso brennt nicht der Körper? Wer hat das angezündet, das Ding? Fabo einfach alleine. Doch, doch, unten fängt da noch an zu brennen. Ja, ja. Der Golem erinnert mich ein bisschen an Kollegen, Umut. Warum? TNT? Wegen der Nase. Ja, brennt. Wunderschön, okay, das nochmal anzünden, hat funktioniert. Und Max, sein Kopf ist gefüllt mit TNT, oder? Ja, mit einem Stack TNT. Krass. Okay. Das pumpst richtig. Le, Jungs, irgendeiner hat meinen Bogen, bitte gib den mir her. Ich hab aber der Kaktusturm kann nicht betroffen werden, oder? Kann das so weit fliegen? Nee, oder? Nee, die Moschee daneben auch nicht, oder? Nee, aber die Moschee. Mit Pech die Eisen. Ja, nee, eigentlich gar nichts, weil das auch so weit oben ist. Leckt der Server dann? Leckt der Server dann? Hundertprozentig leckt der. Nee, leckt nicht. Ein Stack? Gleich regnet's wieder. Das wäre so lustig. Das meiste Sprengstoff ist in der Nase. Das meiste Sprengstoff? Ich schwör. Ich glaube, das Feuer geht vorher aus. Das geht aus. Das geht aus. Ja, das geht halt wirklich aus. Da brennt nichts mehr nach oben gerade, ne? Nee, wenn gar nichts. Wenn in der Brust die Flamme ausgeht, ist vorbei. Ah, doch, da kommt jetzt ein bisschen okay, was an. Okay, ja, oh, jetzt geht's ab. Ich hab nicht Regen. Ausgegangen in der Mitte. Nee. Ja, ist ausgegangen. Nee, oder? Es brennt runter. Es geht aus, Jungs. Es geht aus. Ich geh da jetzt hoch. Nein, es brennt doch noch. Zünd mal direkt unterm Kinn an, erstmal. Ja, okay. Zündet, dann hätte es funktioniert, aber so. Ja, Mann. Schade. Der Regen hat uns geisteskrank gefallen. Digga, wer versucht mich zu treffen? Ey, wer es schafft, den runterzubringen, ich geb ihm 5 Subs. Ey! Oh. Hört auf damit, ja. Leute. Leute! Ja, hört auf damit! Hey! So, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das sieht einfach aus wie bei Herr der Ringe, Bruder. Zünd an die Norde. Halt das Kinn an und dann hau ab. Zünd an. Okay, hab ich. Der fliegt in die Luft jetzt. Macher. Das wäre so krass. Hau ab. Oh mein Gott. Oha. Okay. Oh Gott, war das schlecht, Digga. Ich hab's nicht mal gesehen. Das war eine halbe Stunde doch lang. Die Nachbarn sind 6 Stunden gebaut, ne? Das war so scheiße. Das war das schlechteste Live-Event ever. Trimax, also ich sag dir ehrlich, das kann so nicht weiterbleiben. Das sieht scheiße aus fürs Dorf, ne? Das muss alles wieder abgebaut werden. Ey, wisst ihr was? Das war nicht ein Stack TNT, es waren 3 Stacks TNT. Alles, was ich hatte, steckt da drinne und 6 Stunden Zeit. Und das sah so scheiße aus. Boah, ich bin weg, schönen Abend euch, tschüss. Ich zieh auch durch, ich wünsche euch eine gute Nacht, lasst euch gut gehen, Jungs. Ne? Ciao. Ah, ja. Ey, Digga, ihr Bastarde. Hier ist kein Lava drin. Wie kann man so krass nach Scheiße stinken? Ist das krank. Ich habe nichts damit zu tun. Hat wer Quarz, Leute? Immer noch nicht, nee. Das ist die Taktik vom Kühlschrank, wenn man wieder aufmacht. Hammer, die ganze Zeit nicht geklappt. Hast du TNT geklaut von der Nase oder was? Nein. Wer ist die Nase? Die Nase, die nicht explodiert ist. Nein, hab ich nicht. Das war der Karl! Hast du? Nein, hab ich nicht. Danny hat mich ein bisschen enttäuscht heute, ja, muss ich sagen. Ich werde abfeuern, Matt. Ich werde abfeuern. Okay. Okay, eine Frage, warum hast du dann nicht an Monte verkauft, aber Sane? Weil ich noch nicht so viel hatte. Obwohl, ich habe 150 nur. Ich hätte Monte für so also viel 10 Subs hätte ich ihm 200 gegeben. Ja. Warum hast du es nicht gemacht? So mal. Ja, ich hatte glaube ich, ich weiß nicht. War ich schon auf dem Server zu dem Zeitpunkt? Oder vielleicht bin ich auch jemand, der Leute ausreden lässt und Leute und nicht lasse Leute Geschäfte machen. Oha! Was? Oha! So sag ich. Was, Lackig? Weißt du, ich lasse Leute Geschäfte machen, ohne reinzureden. Ja, okay. Weißt du vielleicht, was ich sagen müsste? Ja, ich weiß, was du sagen willst. Wie war's zu der Creeper-Famisa? So Leute, wir holen jetzt noch Keys und so und ich versuche mindestens das Ding wieder auf den Level zu bringen, wie es schon vorher war. Checkt ihr? Als hätte Trimax quasi nichts gemacht. Soll ich für jemanden arbeiten? Weil ich hab nichts zu tun. Ja, aber arbeite mal für mich aufgerecht. Was krieg ich dafür? Was willst du dafür haben? Was bietest du? Wenn du mein Gebäude weiterbaust, Full Enchant Dia. Hä? Full Enchant Dia. Was ist das? Volle Dia-Rüstung, verzaubert.
Boah, ich hab heftig. Schon verzaubert. Hast du? Ja. Ich geb dir zwei Netherit-Platten. Was kann ich da machen? Netherit-Rüstung. Netherite? Ja. Machst du? Nein. Schwanz. Oder wir sind drei Leute, es muss nur einer schlafen gehen. Eigentlich müssten wir das immer hinkriegen. Seitdem Trimax hier aktiv war, Bruder, habe ich komischerweise kein Bett mehr, ist das Problem. Wie, was müsst ihr, damit unterstellen, wenn ich fragen darf? Dass er mein Haus gesprengt hat. And by the way, I know it looks very basic at the moment, but we will be making it look way better. We want to fill the top of this in using... So Jungs, ich habe nochmal fertig gebaut bis dorthin, wo wir waren, bevor Trimax es gesprengt hat. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Stunden und können versuchen, von hier aus weiterzubauen. Okay, was geht ab, Leute? Wir sind immer noch in 24 Stunden Minecraft. Wir gehen wieder rein. Das hier ist der letzte Part von den 24 Stunden. Die letzten Stunden. Wir gehen rein. Wir haben einen Anruf von Roat bekommen. Roat meint, du hast irgendwas von mir geklaut. Ich habe nichts geklaut von ihm. Wir versuchen, unser Gebäude so gut wie möglich zu Ende zu bauen. Ich will mit keinem Stress. Ich will einfach nur mein Gebäude zu Ende bekommen. Es ist zu viel passiert in diesen 24 Stunden. Wirklich. Trimax hat uns weggemacht. Wir hatten Beef mit Honeypoo. Wir hatten Beef mit Montinius. Jetzt ist alles geklärt. Ich möchte einfach nur mein Haus zu Ende bauen. Sag nicht, Bruder, sag das nicht. Ich ficken wir auf Fabo. Was geht ab? Er kann auch einfach Enderperle benutzen, ne? Ja, ja. Servus, Hamid. Was geht, Jungs? Ich wusste, das passiert. Warte mal, hier ist... Oha, mehr das auf mir... Okay, Fabo, komm, hol deine Silberachara. Ja, Bruder, hier ist kein Platz, warte. Ey, Roat, hast du das jetzt geklärt? Was, ey, was Bruder, glaubst du da, ja? Das ist meine Kiste, Jungs, was macht ihr? Das ist so scheiße. Digga, ich ignoriere das jetzt einfach. Okay, komm dran, Breitberg. Du kannst es nicht ignorieren, jeder lädt es auf TikTok hoch, es wird dich immer wiederholen. Du musst dagegen ein Statement machen, Bruder. Wie soll ich ein Statement dagegen machen? Was soll ich machen? Ja, Bruder, was denn? Sag jetzt, was damit ist, Digga. Akzeptier es einfach. Akzeptierst du es oder nicht, dass du so redest? Nein, Bruder, ich rede nicht so, übertreib komplett. Da wird weiter immer noch Memes. Es werden immer wieder und immer wieder diese Memes entstehen, bis du es akzeptierst, Bruder. Ja, aber ich sage Bruder, aber ich sag das nicht wie ihr. Ihr müsst in der Ecke, ihr müsst in der Ecke. Ey, komm, wir machen 2 gegen 2. Hamid, komm mal her jetzt, komm mal her. Wie? Wir machen 2 gegen keinen. Ich will 1 gegen 1. Mert, lass mal 1 gegen 1. 1 gegen 1 unmöglich, Bruder. Du gibst. Er macht 360, der Peach. Komm schon, Mert. Lass dich nicht Kombi von ihm und iss immer. Bravo, komm, du schaffst es. Du machst ihn offiziell zum Dorftrottel gerade. Offiziell, Digga. Das würde auf TikTok landen. Ich mach komm schon, Mert. Essen. Ich hab kein Essen. Das landet auf TikTok! Warum nimm ihn auseinander, Mert. Für Türkei. Für Fenerbahce. Er lässt mich nicht ran, Walla. Doch, du kriegst das hin, Konzentration. Lass mich nicht ran. Konzentration. Du schaffst das, Walla, Walla. Ja, schön, Mert. Der Lambore, Amunistik-Team. Was? Türkei. Fabo. Was? Kombo! TikTok-Schampe! Mach ihn zu TikTok-Schampe! Ja! Gib mir die 5 Subs! Gib mir die 5 Subs, Breitenberg! Jawohl! Dankeschön für die Breitenberg! Er hat Angst! Nee, Breitenberg mit Schwert! Ich will, dass er die Nutte ist hier im Dorf. Halt. Ich mit Schwert, oder was? Was? Digga, ist das dein Ernst? Oder ist das dein Ernst? Nein! Na, Breite, das war nicht korrekt! Bruder, ich pack doch gerade meine Sachen rein! Du standst einfach, hast deine Sachen reingepackt, ne? Und der hat einfach gekillt! Ich pack doch gerade meine Sachen ein, Junge! Woher soll ich wissen, was jetzt von mir ist? Alles ist von dir! Was machen wir jetzt? Was ist der nächste Kampf? Alter, Roat! Roat fickt Hamid! Wir beide waren weg? Oh mein Gott, er ist da reingelaufen! Alter! Ey, wer ist gestorben? Breiti ist tot! Oh, Eldos ist tot! Eldos ist tot! Ey! Bruder, er ist reingelaufen! Oh nein! Ja. Ich dachte, das war mit. Ey, Jungs, nein, ey, was? Jungs! Was? Merkt jetzt auch noch? Oh mein Gott! Was? Und er sagt, alle sehen gleich aus von euch! Ey, hört zu. Was? Hallo! Wir haben gesagt, wer klaut, ist offiziell ein Hurensohn, nur damit ihr Bescheid wisst. Was? Hurensohn? Also? Breitenberg, das gilt nur für uns beide. Doch, mein 13. Was? 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 Was?
Hast hier liegt, hier liegt Zeug, hier liegt meine Zeug. Meine Sachen, Bruder, wo ist mein Dreizack, wo ist meine Spitzhacke, ich hab, was soll ich der hab Scheiß? Nichts, ich hab nichts, ich hab nichts. Ja, ich hab mein Dreizack jetzt. Ey, Leute, ich wollte Hallo sagen, Bruder, es eskaliert hier, was Eldos, du musst mir noch meinen Bogen geben. Wo ist Eldos, du wirst doch gefickt, du Schwanz. Mann, guck mal, Bruder, ich sag nur Hallo, wie geht's? Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Jetzt wieder Schleim? Breite, vergisst du das, was er gemacht hat? Oh mein Gott. Wegen dir bist du in dieser Misere. Was? Oh mein Gott! Alter, 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 das ist krank. Bruder, ich ficke Hamets Lache, Bruder. Oha! Was, du fick was? Was macht der mit dir? Oha, übertreibt komplett. Der brennt, der brennt! Alles bock mich nicht, ich geh weg. Digga, Hamed! Hamed, entschuldige dich mal oder so. Ey, Alter, Hamed, ja, wie, Bruder, ich wollte doch die Sachen zurückgeben, Bruder! Es macht keinen willst du gar nicht, dass du dir gekillt? Bruder, geh ein bisschen schneller, Bruder! Bruder, geh doch, Bruder! Gib doch schnell wieder Sachen, Bruder! Hey! Geh auf Hamed! Du wirst nicht von uns gefickt, sondern von Hamed! Ist mir scheiße, ich kenn auch Schmalen von Berg, du machst gar nichts. Wer ist das denn? Wer war das? Ist das Eldos? Evet. Okay, Eldos. Okay. Nein. Okay. Ich mein Nachbar. Okay. Sandy, Eldos. Baby, das war's. Mann, Breite, zieh doch mal endlich die Rüstung an, dass ich so leicht gekillt werde. Nein! Oh nein! Nein! Die Musik! Oh, was geht hier ab? Warte mal. Warte. Oh mein Gott. Breite, nimm dein Zeug. Breite, nimm's. Oh mein Gott. Was für Musik? Was war? Was geht hier ab? Es geht hier ab. Hamed ist tot. Seine Sachen sind weg. Oh mein Gott, Breitenberg hat alles geklaut. Breitenberg hat alles geklaut? Und er rennt weg. Er ist abgezischt. Oh, Breitenberg wegrennt. Nein! Alaska, guck mal. Er macht Meter. Das ist mit seinem Lupe. Guck mal bitte. Breitenberg, hier Breitenberg. Digga, warum habt ihr ihn gesprengt, der Arme? Wallah, das ist so doll, Digga. Wer war das? Hier. Hier ist noch sein Zeug. Nee, das nicht. Unkorrekt. Unkorrekt ist unkorrekt. Unkorrekt ist unkorrekt. Okay. I guess fair. Er macht dasselbe, was ich mit ihm gemacht habe, Chat. Ist fair. Wenn wir am Ende alle Sachen bekommen, ist okay. Bruder, er soll mir wenigstens meine Bausachen zurückgeben, Bruder, ja. Das Ding ist, ich schwöre auf alles, immer wenn irgendwer, guck mal, letztes Mal, als Breitenberg mich angegriffen hat und ich habe zurückgefightet, hat er angefangen zu weinen. Er soll meine Sachen behalten, ich bin immer so. Er tötet mich, er soll meine Sachen behalten, aber Bruder, jetzt, es gibt keinen Grund mehr für Gnade. Checkt ihr, wie ich meine? Er soll abwarten, bis ich meine Sachen habe. You would be able to access this if you wanted to. We don't have stairs, so I'd suggest learning how to fly. most people can fly in the Dragon Ball universe, so I mean, you know, hopefully it won't be that hard for you to learn. Once you have filled in your platform using the light gray concrete, we're actually going to grab the white. And we're going to place white concrete in very select places, okay? So, the middles of each of the long sides of the yellow concrete, we want to place rows of 1, 2, 3 white concrete. So that goes 1, 2, 3. Bruder, die Blöcke, die hier einfach liegen, ne? Die wären viel schlimmer als meine Rüstung, wenn die spawnen, Bruder. Also eigentlich nicht, aber jetzt gerade für das Projekt. Cry Eldin, danke schön für den Resub im zweiten. Schwanek. Auf tranquil!
But we're going to place a layer of block of quartz just because it's easier to place this way, that just sits up and above all of the stairs. That's and then we'll so viel, be adding another layer. Just Bro, deine Base wird vom Meer zerstört. Wer baut da mein Eisen ab? Walla, die sollen alle wissen, Digga. Ich schwör bei Gott. Ich spare nicht. Und egal, was hier drumrum in die Luft gehen wird, Ahmed ist dafür. Ich hab alle, die dabei sind. Wenn du ihn angreifst, greifst du uns alle an. Und diese Machtposition habe ich. Das ist einfach nur Macht. Das ist einfach nur Macht. Das ist nicht übertrieben. Das ist Hack. Das ist Hack. Ich spuck auf deine Schuhe, auf denen du gelaufen bist. Jeder Kilometer, jeder Meter, den du mit diesen Schuhen gelaufen bist, ficke ich. Jeden Stein, den du mit diesen Schuhen geholt hast, ficke ich. Jeden Meter, den du geschwommen bist, jeden Block, den du hochgegangen bist, ficke ich. Jeden Stein, den du gesetzt hast, jeden Stein, den du gefarmt hast, ficke ich. Dich gibt es nicht mehr. Gib mir ein Feuerzeug. Gib mir ein Feuerzeug. Gib mir irgendwas. Gib mir was. Ich hab nichts. Gib irgendwas einfach. Gib doch einfach irgendwas. Also hier. Nimm den Bogen. Du kannst mit dem Bogen irgendwo raufschießen. Da ist noch, das sind noch Steine. Das sind noch Steine. Wie soll ich das abbauen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das hinkriegen? Wie krieg ich die Scheiße hier ab? Wie krieg ich den Rest hier ab? Mert hat nicht deinen Bogen, Bruder. Ja gut, dass du sagst. Ich hab einen Bogen. Ja. Ja, aber ich brauch den gerade. Ich muss den kurz ausleihen noch. Alles gut, mach. Wie krieg ich das hier ab? Mehr da bis Hakin, oder? Es wird zu viel. Bruder, wie krieg ich den Rest hier weg? Kann ich TNT schießen mit dem Bogen? Geht das? Er spricht seit 3 Tagen davon, dass er jeden fickt. Wo? Wo? Seit 3 Tagen. Er muss. Was macht Mehr jetzt? Es kann ey, Hamed hat noch ein Haus. Chat sagt, Hamed hat noch ein Haus. Er hat recht. Die haben recht. Nee, wo ist sein Haus? Da oben beim Lava, bei Monte. Altes Haus. Ich geh hin, ich guck. Bruder, reicht. Ja, wenn die Bilder schon kaputt gehen, dann ist hier offiziell Krieg auf dem Server. Ja. Ach, Fabo, komm, Digga. Keiner hat so Eier wie Mert, Digga. Warte mal, gib deinen Bogen. Ich auch. Brauchst du einen Bogen? Hier, mit Herz, Bruder, mit Herz. Nimm Bogen, spreng alle. Wir haben zwar alles verloren, es war ein Projekt von, was ich in 24 Stunden Minecraft erreichen kann. In diesen 24 Stunden ist viel Kacke passiert. Monte wollte uns raus aus dem Server. Trimax wollte uns raus aus dem Server. Monte hat sich entschuldigt. Trimax haben wir bei Eldos helfen, ihn zu finden, aus Versehen getötet. Ich habe mich AFK bei ihm hingestellt, für die ich 6 Stunden gebraucht habe ungefähr. Wir haben uns mit Honeypoo gestritten, alles gut geklärt. Wir haben die Sachen nochmal komplett neu gebaut. 6 Stunden. Ich gehe auf den Server. Ich nerv Breitenberg, okay? Weil Breitenberg ein Peach ist. Breitenberg ist ein Bastard. Natürlich nur in-game. Und ich wünsche ihm nur das Schlechteste in-game. Seiner Rolle. Ich wünsche ihm nur das Schlechteste in-game. Seiner Rolle. Nur das Schlechteste Richtung Breitenberg. Für die ganze Zukunft von seinem Minecraft-Charakter, okay? Was mich genervt hat, was mich traurig gemacht hat, ist, dass meine Kollegen ihm geholfen hat. Rohat fuckt mich eh die ganze Zeit ab. Rohat fuckt schon die ganze Zeit ab, aber er ist der Server-Owner, man kann nichts machen. Musti, guck zu, Musti tötet mich, wenn ich nichts habe. Musti ist dabei, wenn umgebracht wird. Mert, Bruder, statt dass er mir hilft, er nimmt meine Schuhe und klaut und läuft weg. Das heißt, wir haben nach 24 Stunden, wirklich 24 Stunden, Arbeiten null geschafft.
Ich schreibe alle Probleme, die ich habe, auf einen Zettel und vergesse sie, okay? Wir schreiben alles auf, was wir an Problemen haben, weil wir besser sind. Was schreiben wir auf? Breitenberg. Ich schreibe ihn auf. Mert. Rohart. Musti. Und Fabo. Und damit ist eine neue Ära geboren. Kein, wir versuchen irgendwas zu bauen, sondern einfach nur noch, wir werden alle ficken. Jeden Einzelnen, der dabei war, der oben stand. Ich sage euch jetzt den Plan, Chat. Ich sage euch jetzt den Plan. Wir verlassen das Dorf. Ich werde das Dorf verlassen, okay? Wir werden ganz weit weggehen, irgendwo, wo die Map nicht geladen ist. Nicht Richtung Fluss, nicht Richtung See. Ich will gar nichts erforschen. Ich will nur weit weg. Das Dorf verlassen, mein eigenes Dorf gründen. Ganz weit weg. Ich werde immer mal wieder kommen. Ich werde nicht sagen, wann. Und ich werde die Sachen sprengen. Alles, was ihr aufbaut, okay? Alles, was ihr aufbaut. Musti, Mert, Rohart, Breitenberg. Baut nichts. Macht keinen Sinn. Baut nichts. Und an die ganzen Lutscher, nicht Rohart, nicht Fabo, weil das geht leider nicht. Breitenberg, Mert, Musti. Ich werde kommen, ich werde euch einfach einmal kurz töten. Und ich werde wieder gehen. Das ist der Plan, okay? Und das mache ich nicht mal on stream unbedingt. Das heißt, kann sein, dass ich off stream einmal reinkomme, 3 Uhr nachts. Nur für meine Snapchat-Story, Bro. Ich poste keine Snapchat-Story. Das war's. Das war's. Kein normales Minecraft-Projekt mehr. Ab heute nicht mehr. Der Server ist für mich... Das Dorf ist für mich gestorben. Das Dorf ist für mich gestorben.